Unser heutiger Gast, Professor Markus Meyer, erforscht, wie unser Geist Materie beeinflussen kann. Und kann man solche scheinbar übernatürlichen Fähigkeiten irgendwie vielleicht sogar im Labor testen? Das werden wir heute vertiefen. Damit jetzt erstmal ein herzliches Willkommen auf dem Kanal Faith.Science. Mein Name ist Jascha Schmitz und dieser Kanal hier ist dazu da, dir und mir zu helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen zu lernen oder es zu optimieren im Bereich Glauben, Wissenschaft, Weltanschauung. Und dazu hinterfragen wir hier möglichst unzensiert diese verschiedenen Bereiche. Im Bereich Weltbild haben wir uns begonnen zu beschäftigen mit dem Thema Physikalismus, Naturalismus, Materialismus, aktuelles Weltbild oder müssen wir da irgendwie umschwenken? Und da werden wir in diesem Video einsteigen in solche Themen. Zum Beispiel, sind wir irgendwie alle miteinander verbunden auf eine Art und Weise, die noch nicht ganz verstanden wird? Was ist die Unus Mundus? Was ist damit gemeint? Kann man aus den Forschungen, die da von Professor Meyer durchgeführt werden, seinem Team, kann man daraus ja Wichtiges für das alltägliche Leben sogar ableiten? Und wie gut passt diese Forschung, die da passiert, zum christlichen Weltbild oder sogar zu Aussagen direkt in der Bibel? Also sei gefasst auf faszinierende Themen, mit denen wir uns jetzt genauer beschäftigen werden. Ja, zu diesen Themen begrüße ich jetzt ganz herzlich Professor Markus Meyer. Sie lehren und forschen seit 2010 an der Ludwig-Maximilian-Universität in München im Fachbereich Psychologie und seit, ich glaube, 2012 auch als Gastprofessor in Barcelona sogar. Und Ihre Forschungsgebiete sind eigentlich Motivation, Emotion, aber da eben auch dieser Bereich Geist-Materie-Interaktion. Ja, erstmal nochmal, also herzlich willkommen, Professor Meyer. Ja, vielen Dank, Herr Schmitz, für die Einladung und für die Begrüßung. Hallo zusammen, ich grüße Sie aus Bayern und freue mich, heute hier zu sein. Ja, und vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Und wir sind gespannt, weil dieses Thema Geist-Materie-Interaktion klingt ja schon sehr abgefahren, sage ich mal. Und da vielleicht erstmal so die Frage an Sie, dass wir so ein bisschen den Background von Ihnen wissen. Wie sind Sie denn überhaupt auf so ein Thema gekommen, sich damit weiter zu beschäftigen, yeah, in der Forschung? Ja, das ist eine interessante Frage. Also wir arbeiten ja hier bei uns in München in meiner Arbeitsgruppe mit motivationspsychologischen Themen. Und in der Motivationspsychologie gibt es so auch die Frage, die Debatte, gibt es einen freien Willen? Haben wir die Fähigkeit, mit selbstgewählten, autonomen Intentionen einen Einfluss auf unser Verhalten und auf unsere Umwelt zu nehmen? Oder ist alles determiniert durch Gehirnprozesse, durch automatische Prozesse, durch unbewusste Prozesse, die in den Genen verankert sind oder bis in die Kindheit zurückgehen? Und das ist eine Debatte innerhalb der Motivationspsychologie. Und wir vertreten so die Ansicht, dass es so etwas wie einen freien Willen geben muss. Aus verschiedenen Gründen, aber das ist halt so unsere Vorstellung. Und wenn man dieses Postulat macht, dass der freie Wille existiert, dann stellt sich die Frage, okay, freier Wille bedeutet ja autonomes Einfluss nehmen auf die objektive Realität. Wo kommt denn diese Autonomie her? Und die kann eigentlich nur ihren Ursprung haben im geistigen Bereich, im Geiste. Und dann stellt sich die nächste Frage, okay, wenn es sowas wie was Geistiges gibt, in welchem Verhältnis steht dieses Geistige zu der materiellen Welt, zu der physikalischen Welt, zu der sogenannten objektiven Realität? Wie interagieren diese beiden? Und wenn man diese Frage stellt, dann kommt man zur nächsten Ebene, ja, wie kann denn Geist überhaupt mit Materie interagieren? Die beiden sind ja, wenn man sich den Descartes'schen Dualismus anschaut, das ist ja eigentlich die Vorstellung, mit der wir auch so durch das Alltagsleben gehen und die auch sehr verbreitet ist im akademischen Kontext. Der Descartes'sche Dualismus sagt, ja, es gibt zwei Realitäten, die geistige oder subjektive Realität auf der einen Seite, das bewusste Erleben und auch die Autonomie und Intentionalität auf dieser Ebene und die materielle Ebene, die objektive Realität, die physikalische Welt auf der anderen Seite. Das Geistige ist so definiert, dass es nicht materiell ist und das Materielle ist so definiert, dass es nicht geistig ist. Das ist also, man sagt, disjunkt oder einander ausschließend definiert. Wie kann etwas, das sich definitorisch ausschließt, wie kann das kausal interagieren? Das geht nicht. Und daraus, ja, hat sich dann entwickelt und basiert auch auf Ideen von früheren Autoren. Und ja, auf diese Art und Weise sind wir zu dieser Thematik gekommen. Hm.
Also das ist was, was Sie schon, also schon lange interessiert sozusagen, diese Thematik, diese Ja. Interaktion. Darf ich nochmal nachhaken und fragen jetzt für die Zuhörer auch einfach, dass wir das richtig verstehen, wenn ich jetzt sage, der Geist, muss man jetzt direkt von irgendwelchen unsichtbaren Wirklichkeiten ausgehen, sondern, oder was ist da jetzt gemeint als praktisches Beispiel, wenn ich einfach mal sage, in meinem Leben, was ist jetzt sozusagen Geist, was ist Materie, so ganz einfach runtergebrochen. Ja, also da gibt es typische Charakteristika, und da, ganz in Anlehnung an den Descartes'schen Dualismus, das, was wir hier in unserer Arbeitsgruppe als Geist oder geistige Realität bezeichnen, ist eigentlich die subjektive Realität, die Realität des bewussten Erlebens, das, wie es sich anfühlt, etwas zu erleben. Ja. Ich mache immer so das Beispiel, ja, wenn man auf eine Zwiebel beißt, dann geht es mit einem ganz bestimmten typischen Erleben einher. Das nennt man in der Philosophie des Geistes die Qualia. Und das ist was Individuelles, hat auch einen starken Selbstbezug, das ist verbunden mit eigenen Emotionen und Motivzuständen. Wenn ich hungrig bin, fühlt sich dieser Biss auf die Zwiebel anders an, als wenn ich nicht hungrig bin. Das ist also sehr stark individuell fixiert, dieses Erleben. Und der wichtige Punkt ist, dieses subjektive Erleben ist nicht kommunizierbar. So wie ich die Zwiebel erlebe, wenn ich reinbeiße, Sie wissen nie, ob Sie das genauso erleben. Sie glauben, dass Sie es gleich erleben, wenn Sie auf eine Zwiebel beißen, aber es könnte auch sein, dass es für Sie sich anschmeckt wie bei mir der Apfel. Also wir gehen zwar davon aus, dass es identisch ist, aber die tatsächliche, also das individuelle Erleben oder dieses subjektive Moment, das ist nicht austauschbar und das charakterisiert das Subjektive. Und wenn es sowas wie Indeterminismus oder Autonomie gibt, dann muss die im subjektiven Bereich ihren Ausgangspunkt nehmen, weil da ist die Individualität gegeben, die ja die Ursache ist. Die Individualität des Individuums, die Ursache ist dafür, dass Autonomie ja nach außen gerichtet sich entfalten kann. Und Also auf der anderen Seite, da haben wir dann die Ma der genau. freie Wille müsste also sozusagen da seinen Ursprung haben im Subjektiven. Und das ist ein wichtiger Punkt, seinen Ursprung. Das ist nicht die ganze Geschichte. Er muss aber da seinen Ausgangspunkt nehmen. Und die andere Realität ist diese materielle, physikalische Realität, die wir gemeinhin auch aus dem Physikunterricht kennen, ja, alles das, was so materiell oder energetisch vorhanden ist, diese Welt ist dadurch gekennzeichnet, dass sie objektivierbar ist. Objektivierbar heißt, sie ist durch Messung bestätigbar. Wenn ich, keine Ahnung, eine Zwiebel tatsächlich hier darbiete, bildhaft und sage, Herr Schmitz, was sehen Sie, was sehe ich, dann können wir beide bestätigen, da ist jetzt keine Zwiebel, ja. Und wenn es eine Zwiebel da wäre, oder ich zeige Ihnen jetzt eine Schere, ja. Wir beide können jetzt bestätigen, da ist eine Schere. Offensichtlich. Diese Erfahrungen, diese Elemente der objektiven Welt sind bestätigbar. Im Gegensatz zu dem Erleben der Zwiebel, ja, das ist nicht bestätigbar. Das kann ich, wissen Sie nie, wie das sich bei mir anfühlt. Die objektive Welt ist dadurch gekennzeichnet, dass sie bestätigbar ist. Und das ist im Prinzip das definitorische, aber auch das realitätsbildende Kriterium dieser Art von Realität, dass sie objektivierbar ist. Und alles Materielle ist objektivierbar, weil es durch die Sinne oder durch andere Messinstrumente, die mittlerweile entwickelt wurden, bestätigbar, erfahrbar gemacht werden kann. Es ist eine Welt, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie komplett durchdeterminiert ist. Und zwar im Prinzip seit Beginn des Universums, seit dem Urknall, wenn das der Beginn des Universums ist, gestaltet sich alles gesetzmäßig, normativ, durchdeterminiert bis heute. Das ist wichtig, das muss so sein, weil sonst könnte die Objektivierbarkeit nicht stattfinden, sonst würde man nicht das Gleiche unter den gleichen Bedingungen sehen. Dafür müssen Naturgesetze verantwortlich sein und die Naturgesetze führen zu einer Determiniertheit. Und wenn man das jetzt nochmal, diese beiden Realitäten, die ich gerade beschrieben habe, nochmal aus dem Blickwinkel des freien Willens betrachtet, dann habe ich auf der einen Seite die subjektive Realität, wo, wenn überhaupt, irgendwo Autonomie vorhanden ist und hier muss also der freie Willen seinen Ausgangspunkt nehmen. Auf der anderen Seite habe ich die eigentlich reale Welt, die objektive Realität, die wahre Welt ist so die Ansicht. Und da ist aber alles durchdeterminiert. Wie kann da ein freier Wille sich entfalten, wenn alles naturgesetzlich seit dem Urknall vorgegeben ist? Und dieses Paradoxon, diesen Widerspruch aufzulösen, das ist so das Ziel auch unserer Arbeitsgruppe. Neben den tatsächlichen empirischen Befunden, neben dem Nachweis, es gibt sowas wie einen freien Willen, müssen wir erstmal mit diesem Paradoxon, das sich da uns auftut, umgehen. Dazu mal eine Nachfrage. Jetzt wird ja so ein Hardcore-Physikalist sagen, so, Moment mal, Professor Meyer, das Bewusstsein, ja, das ergibt sich doch einfach jetzt irgendwie daraus, dass die Atome und die Moleküle und die Neuronen im Gehirn irgendwie wechselwirken. Und das ist doch auch alles im Grunde genommen, kein anderer Bereich. Das ist doch einfach nur eine Folgeerscheinung. Was würden Sie denn darauf dann erwidern? Das stimmt nicht. Das ist ganz klar. Also,
Natürlich, natürlich kann das diskutiert werden. Aber ich würde dem entgegnen, die Philosophie des Geistes und ein führender Philosoph in diesem Bereich, der Herr Chalmers, von der NYU, New York University, hat vor einigen Jahrzehnten das Hard Problem of Consciousness formuliert. Und in dem zeigt er auf, und auch andere, Nagel oder Levine, die zeigen auf, dass rein aus der Materie heraus, aus den Prozessen, die Sie gerade genannt haben, die dann im Prinzip im Gehirn dann irgendwie vonstatten gehen, rein aus den materiellen Prozessen heraus kannst du nicht die Entstehung des Bewusstseins, des Bewussten, der Qualia, das wie es sich anfühlt, auf eine Zwiebel zu beißen oder die Farbe rot zu sehen, dieses Anfühlen, das kannst du aus den materiellen Substraten heraus nicht erklären. Da ist ein qualitativer Sprung, der also aus logischen Gründen, aus vielerlei Gründen nicht nachvollziehbar ist. Also Nagel oder Levine argumentieren zum Beispiel die erste Personperspektive, das ist dieses Erleben, ja, diese Perspektive, die man aus der ersten Person einnimmt, ist nicht das gleiche wie die dritte Personperspektive. Beispiel, ich sitze in einem Haus, das brennt, ja, das Erleben des brennenden Hauses, wo ich selber mit dem Tod bedroht bin, ist ein ganz anderes als die physikalische Feststellung, wie heiß es in dem Haus ist, wie hoch die Flammen lodern, in Metern gemessen, oder wenn es jemand von außen in der dritten Person Perspektive, nämlich dann objektiv betrachtet. Das ist eine ganz andere Art von Realitätszustand und das eine ist nicht in das andere überführbar. Oder wenn man jetzt Chalmers zugrunde legt, ja, das Geistige und das Materielle sind zwei disjunkt definierte Substanzen im Sinne des Descartes'schen Dualismus. Wie soll das eine aus dem anderen hervorgehen, wenn es keinen Berührungspunkt gibt? Das kann nicht aus dem anderen hervorgehen, durch Emergenz oder andere Dinge. Das wird diskutiert, ich weiß es. Da gibt es Theorien auch dazu, die behaupten, es gibt emergente Phänomene und eins davon ist dann das Bewusstsein. Aber wenn man es genau betrachtet, ist es eigentlich nicht denkbar. Das heißt also, man hat absolut kein Modell dazu zu sagen, okay, die und die Interaktion von Neuronen ist immer der Geschmack Schokolade. So, also das gibt es nicht, sowas. Ja. Okay. Mhm. Es gibt Modelle, es gibt Versuche, es gibt Theorien, aber die meiner Meinung nach auf diesem Emergenzprinzip basieren und das ist also nach Meinung vieler Philosophen des menschlichen Geistes wirklich keine, das ist eine lückenhafte Erklärung für dieses Phänomen, das ist keine wasserdichte Erklärung. Die Menschen verhalten sich ja eigentlich auch nicht so. Also ich glaube, geht mir nur gerade durch den Kopf, wenn ich jetzt sage, ich würde diesen Physikalismus halt, also und den Determinismus, dass alles dadurch wie so eine mechanische Kette passieren muss, als wahr akzeptieren. Eigentlich verhält sich ja kein Mensch so. Ne? Jeder geht ja irgendwie davon aus, dass man sowas wie freien Willen hat. Ne? Ganz genau. Das sage ich auch immer so, wenn ich so Vorträge zu dem Thema halte. Ja. Wir leben im Prinzip in zwei unvereinbaren Realitäten. Im Alltag leben wir so, als gäbe es einen freien Willen. Wir ärgern uns darüber, wenn uns jemand versetzt. Das impliziert aber, dass wir ein gewisses Maß an Verantwortung dieser Person unterstellen, weil wir uns ja dann deswegen über die Verantwortungslosigkeit dieser Person ärgern. Ja. Wenn wir jetzt wirklich fest glauben würden, ja, alles ist determiniert, dann würde ich mich nicht ärgern, weil dann ist der Urknall schuld, dass mich die Person versetzt hat und nichts anderes. Ja? Oder wir sagen zueinander, hey, ich liebe dich, und Liebe impliziert ja, so auf einer gewissen Ebene zumindest, dass man sich irgendwie freiwillig auch für die Person entschieden hat. Dass man nicht gezwungenermaßen oder durch Naturgesetzmäßigkeiten sich eben gefunden hat, sondern dass man sich freiwillig für diese Person entschieden hat und für sie da sein möchte, und zwar aus freiem Willen heraus, ungezwungen. Das ist ein Element der Liebe, würde ich sagen. Also wir sagen zu anderen, ich liebe dich, und leben dann aber, sobald wir in der Uni sind oder wenn wir mit anderen kommunizieren, dann leben wir diese objektive Realität, die eigentlich von kompletter Durchdeterminiertheit ausgehen muss, sonst wäre sie nicht objektiv. Und das kriegst du nicht zusammen. Du kriegst es sozusagen nicht auf einen Nenner, sondern du musst da immer zwei verschiedene Realitätsarten in deinem Leben nebeneinander existieren lassen. Und das ist die Konsequenz dieses radikalen Dualismus von Descartes, der bis in die Wissenschaft hinein, bis an die Unis hinein sich verfestigt hat. Die Unterscheidung in Geistes- und Naturwissenschaften ist eine Konsequenz aus dieser Dualität. Ja. Und auch im Alltagsleben spüren wir die. Und ich behaupte, viele mit uns, nicht nur wir in unserer Arbeitsgruppe, sondern natürlich auch andere und auch schon andere vor uns, die sagen, naja, diese Dualität, das sind nur Idealzustände, da gibt es noch mehr. Man muss von anderen Realitätsformen ausgehen, die die Dualität im Prinzip bedingen oder der Dualität zugrunde liegen. Dann kannst du auch so eine Vereinbarkeit zwischen diesen unverbundenen und widersprüchlich zueinander stehenden Phänomenkomplexen herstellen. Okay, also ich fasse noch mal ganz kurz für mich so zusammen.
Das Beispiel mit der Schere hatten Sie vorhin. Also im Grunde genommen dadurch, dass ich die Schere jetzt zum Beispiel im Gewicht messen oder in der Breite messen kann oder sowas, kann ich Zahlen zuweisen und diese Zahlen nennen wir dann Objektivität. Also das ist die objektive Welt, die wir sozusagen durch gemeinsame Messungen und Zahlen abgleichen und sagen, die sind dann immer gleich. Die Farbe der Schere, ob Sie zum Beispiel die schwarze Farbe der Schere genauso sehen, wie ich schwarz sehe, das weiß keiner. Und das ist dann die subjektive Erfahrung. Und diese beiden Sachen kriegen wir nicht zusammen. Nein. Okay. Ja. Das sind zwei wirklich einander, ja, möchte fast sagen, ergänzende, aber komplementär zueinander stehende Aspekte der Realität. Du kannst, also man kann das Erleben einer Person, das, wie sich's anschmeckt, wie eine Zwiebel sich anfühlt, das kann man nicht objektivieren, sobald man das tut. Würde man die Rezeptoren auf der Zunge messen oder im Mundraum und schauen, was passiert jetzt da von den Elektropotenzialen in den Nervenzellen, dann bin ich aber nicht mehr im Erleben. Ja. Da bin ich auf einer anderen Beschreibungsebene, auf der physikalischen Beschreibungsebene. Beides sind angemessene Beschreibungsebenen dieses Phänomens Zwiebelbeißen, aber sie sind nicht miteinander vereinbar. Ja, okay, klar. Also wenn ich eine Formel hätte von irgendwas, was da auf der Zunge stattfindet, hätte ich irgendeine Zahl, aber die Zahl hat nichts mit dem zu tun, was ich selbst erlebe. Eigentlich logisch. Ja. Ne? Wenn man drüber und selbst wenn ich genau auf die Nervenimpulse, wenn ich die elektrischen Verteilungen genau beschreiben könnte, die beim Zwiebelbeißen auftreten, auch die Gehirnareale in ihrer Komplexität beschreiben, hätte ich immer noch nicht das Erleben. Ja. Das ist eine andere Art von Realitätszustand. Andere Wirklichkeit. Ganz genau. Und das Spannende ist, wenn ich da noch eins nachsetzen darf, was uns wirklich auch zum Denken geben sollte, wir glauben ja immer, und das ist das Problem, dass die objektive Realität die einzig wahre Realität ist. Das subjektive Erleben kann ja auch falsch sein, da kann man auch falsch liegen, das ist ja verzerrt und gebiased. Ja? Das Spannende ist jetzt, dass der Descartes selber schon erkannt hat, dass das Einzige, worüber ich ein Wahrheitsurteil sagen kann, worüber ich sagen kann, etwas ist wirklich real, ist das subjektive Erleben. Warum? Das kommt in diesem Satz cogito ergo sum zum Ausdruck. Warum? Mein Erleben muss real sein, denn wenn ich es nicht erleben würde, wäre ich nicht. Das bedeutet cogito ergo sum im Kern. Wenn ich also diese Situation hier erlebe, dieses Interview erlebe und die Emotionen oder was auch immer auftritt, das, von dem weiß ich, es ist real. Ob Sie, Herr Schmitz, oder das Außenrum, der Computer, auf den ich jetzt blicke, existiert oder nicht, das kann eine Traumvorstellung sein. Ich kann in einem sehr erlebnisreichen Traum jetzt sein. Und wache irgendwann mal vielleicht auf und realisiere dann, hey, das war gar nicht die objektive Realität, wie ich mir gedacht habe. Die objektive Realität außer mir kann also wirklich eine reine Illusion meines Erlebens sein. Aber dass ich erlebe, die Tatsache, dass ich erlebe und dadurch auch existent bin, das ist die einzige Tatsache, über die ich einen Wahrheitsanspruch erheben kann. Also es ist gar nicht so, dass nur das Objektive wahr ist, sondern scheinbar ist vielleicht sogar das Subjektive eher wahr. Ja, okay, ich finde gerade der Vergleich jetzt mit dem Traum, das ist natürlich auch eine Sache, das kann jetzt jeder nachvollziehen, dass da eigentlich eine Realität konstruiert ist, in der befinde ich mich. Ich halte die in dem Moment für real, aber eigentlich ist sie jetzt nicht nach den Maßstäben, die wir hier jetzt nutzen, nicht objektiv real. Und die Frage ist natürlich dann, okay, ja, was bedeutet dann mein subjektives Erleben? Wie wichtig ist das so gesehen? Wie kriege ich das zusammen? Also eigentlich die Frage, ne, die sich hier stellt. Kriegt man das irgendwie miteinander verbunden? Und okay, da kommen wir ja dann jetzt in Ihre wirkliche Forschung, in die Experimente auch rein, in Dinge, die Sie halt untersuchen. Und nehmen Sie uns da mal ein bisschen mit an die Hand und erklären uns doch mal, was genau untersuchen Sie denn da? Ja, also jetzt mal ganz auf der konkreten Ebene, ich muss da noch ein bisschen Theorie dann voranschieben, aber auf der konkreten Ebene schauen wir uns an, ob bewusste Wahrnehmungsprozesse, intentionsgeleitete bewusste Wahrnehmungsprozesse, wenn eine Person wollend vor dem Bildschirm sitzt, ja, und das, was da passiert auf dem Bildschirm, irgendwie mit einer wollenden Wahrnehmung, mit einer Intention betrachtet, schafft es diese Wahrnehmung allein, Bildinhalte zu produzieren, die dem Wahrnehmungswollen kongruent sind. Das untersuchen wir. Kann Wahrnehmung Realität konstruieren? Das ist die Grundidee. Und ganz konkret schauen wir uns das folgendermaßen an. Wir arbeiten mit Zufallsprozessen. Bei diesen Zufallsprozessen gibt es zwei mögliche Ausgänge, jeweils mit 50% Wahrscheinlichkeit. In der Regel verwenden wir Quantenzufall, die hier zum Einsatz kommen. Und dieser Quantenzufallsprozess wählt dann in einem Fall zum Beispiel aus, ob, wenn Bilder dargeboten werden, ob bei einem Durchgang ein positives oder ein negatives Bild erscheinen wird. Kommt jetzt ein positives oder ein negatives Bild? Das wählt eigentlich der Quantenzufallsprozess aus.
Und wir glauben jetzt, dass durch die Versuchsperson, die Intention der Versuchsperson, die wohl so gelagert ist, dass sie eher positive Bilder sehen möchte, ob das dazu führt, dass sie auch über viele Durchgänge hinweg statistisch bedeutsam mehr positive Bilder als per Zufall erwartet sehen wird. Diese Art von Forschung heißt Mikropsychogenese. Da geht es um den Einfluss der Intention, der Wahrnehmungs-, der intentional basierten Wahrnehmung einer Person, dieser Einfluss auf einen Quantenzufallsprozess. Mikropsychogenese heißt dieses Paradigma. Es geht zurück auf die 1940er Jahre. Das wurde im Bereich der Parapsychologie entwickelt, dieses Paradigma. Früher arbeitete man mit Würfeln oder mit Glücksspielen, mit Münzwürfen und dergleichen. Und die Versuchspersonen hatten die Aufgabe, ja, Einfluss zu nehmen mit ihrer Intention auf das Würfelergebnis. Und es wurde dann immer verfeinert in den 70er Jahren mit der Entwicklung der Quantenmechanik. Entstanden dann technische Geräte, wo man Quantenzufall technisch etablieren und umsetzen konnte. Und seitdem verwenden wir Quantenzufallsgeräte in dieser Forschung. Okay, also das ist dann auch die Nutzung von den Quantenzufallsgeneratoren. Ist das so ein bisschen einfach, um zu sagen, hey, wir müssen einen Rahmen für unsere Experimente schaffen, der möglichst den wissenschaftlichen Ansprüchen standhält? Weil viele sind ja bestimmt gerade bei den Experimenten sehr kritisch, oder? Ja. Genau, als Münzwürfe oder Würfel verwenden würde, könnte man immer behaupten, okay, das sind keine fairen Münzen oder keine fairen Würfel. Die Zufälligkeit ist nicht wirklich gegeben und alle Abweichungen, die wir dann finden, ist aufgrund von fehlerhaftem Material in die Daten mit reingewandert. Aus diesem Grund verwenden wir Quantenzufallsprozesse, weil von denen ist klar, die sind in der Regel echt zufällig. Du kannst den Quantenzufallsprozess auch durch nichts beeinflussen. Die Quantenmechanik geht davon aus, es ist ein ontischer Zufall. Ein Zufall, der genuin ist, der durch keine Form der Einflussnahme irgendeiner Art verändert werden kann. Das ist sozusagen für uns das Extremste, die extremste Situation, die wir uns vorstellen können. Eine extreme objektive Situation, wo der reine Zufall regiert. Und jetzt ist die Frage, kann der Geist, vermittelt über die Wahrnehmung, kann der Geist eines Menschen Einfluss nehmen auf diese Art von physikalischer Umgebung? Wie sieht das dann in der Praxis aus? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, da haben wir einen Versuchsteilnehmer, der weiß wahrscheinlich nicht, worum es geht. Also der hat keine Ahnung, was das Ziel des Experiments ist, sondern kriegt eine bestimmte Anweisung. Was wird dem gesagt? Was soll der jetzt konkret machen, wenn ich einfach nur mal dieses Bild habe von dem Experiment selbst, was gerade stattfindet? Ja. Die Versuchsperson wird dann eventuell auch instruiert, wünsche dir positive Bilder. Es wird eine Intention implementiert, um diesen geistigen Impuls nochmal per Instruktion zu verstärken. Und danach erscheint ein Fixationskreuz auf dem Bildschirm und die Versuchsperson hat die Aufgabe, auf dieses Fixationskreuz zu schauen. Damit wird die Aufmerksamkeit auf die Bildmitte fokussiert, wo dann auch danach dann diese Bilder dargeboten werden an der gleichen Stelle. Und jetzt fängt im Hintergrund der Quantenzufallsgenerator an, im Prinzip eine Entscheidung zu treffen per Zufall, ob es ein negatives oder ein positives Bild sein soll. Und dann erscheint eins dieser beiden Bildvarianten, entweder ein negatives oder ein positives Bild. Dann kommt eine kurze Pause, schwarzer Bildschirm, dann erscheint wieder das Fixationskreuz. Der Quantenzufallsprozess würfelt wieder und aus den beiden Möglichkeiten, positives, negatives Bild, wird wieder eine Möglichkeit dann dargeboten. Und das läuft so durch, so 20 Durchgänge. Jetzt ganz ein kurzes Experiment, dauert wahrscheinlich nicht länger als eine Minute. Wichtig ist, die Versuchsperson greift nicht in das Experiment ein, zumindest aktiv über das Verhalten. Es werden keine Tasten gedrückt, es wird nicht irgendwie mit dem Computer interagiert, sondern die Versuchsperson hat eigentlich nur die Aufgabe, wahrzunehmen. Und oft hat die Versuchsperson dabei auch im Hintergrund eine Intention, einen gewissen Wahrnehmungsinhalt zu präferieren und einen anderen vielleicht eher zu vermeiden. Und dann schauen wir uns die Effekte an und was wir dann messen, ist die mittlere Anzahl der dargebotenen positiven Bilder. Die Nullhypothese besagt, dass die im Prinzip per Zufall 50% sein sollte, diese mittlere Darbietungshäufigkeit positive Bilder. Beim Durchgang von 20 Durchgängen sollten es im Mittel 10 positive und 10 negative Bilder sein, die Versuchsperson gesehen hat. Also was Zufall? Wir finden ist, das wäre der Zufall, genau. Und was wir aber finden ist eine vom Zufall verschiedene Abweichung. Sie sehen mehr als per Zufall erwartete positive Bilder. Mehr heißt jetzt nicht, dass sie 20 sehen oder 18, also eine große Menge, sondern sie sehen so ein bisschen mehr, im Durchschnitt 10,2 oder 10,3. Ganz kleiner Effekt, gebe ich zu, ist ein enttäuschend kleiner Effekt, aber der ist statistisch bedeutsam. Wir machen dieses Experiment auf Tausenden von Versuchspersonen. Eins dieser Experimente hatte 4000 Versuchspersonen. Und über so eine große Anzahl mit statistischer Auswertung kann man dann auch wirklich sagen, das ist jetzt Evidenz für eine Abweichung vom Zufall. Die ist auch ziemlich deutlich, ist eine starke Evidenz. Ja. Und das bedeutet nun, okay, irgendwie hat der Geist der Versuchsperson
über eine intentionale Wahrnehmung Einfluss genommen auf die Realitätsbildung. Und damit sehen wir, okay, der Geist wirkt wirklich kausal auf die so scheinbar objektiv determinierte Realität ein. Das sind so häufige Befunde. Oder ein anderer Befund, der vielleicht noch ein bisschen interessanter ist, auch, ja, wir schauen uns auch Süchte an. Personen, die eine Sucht haben, die nehmen ja die Welt auch auf eine bestimmte Art und Weise wahr. Nämlich, dass sie immer auf der Suche sind nach ihren suchtstillenden Stimuli. Ein Beispiel wäre jetzt Raucher. Wir haben jetzt Raucher und Nichtraucher untersucht und in dem Fall waren die Bildinhalte, die dargeboten wurden, rauchrelevante Bilder, Bilder mit Zigaretten, Bilder mit Rauchutensilien, Aschenbecher oder dergleichen, oder eben neutrale Bilder. Und das waren auch so eine Reihe von Durchgängen. Und wenn man sich das anschaut, dann zeigt es sich ein interessanter Effekt bei den Rauchern. Also bei den Nichtrauchern war alles zufällig. Die sahen weder mehr oder weniger, sie sahen, so wie man es vom Zufall erwarten würde, gleich viele Raucherbilder wie Nichtraucherbilder. Die Raucher sahen weniger als per Zufall erwartete Raucherbilder. Das war für uns erstmal ein bisschen seltsam, weil wir gedachten, wenn man ein Raucher ist, sieht man eigentlich mehr Raucherbilder, weil man will ja, die Intention der beobachtenden Versuchsperson ist ja, ja mir verlangt es nach diesen Stimulanzien, ich möchte Zigaretten sehen, ich möchte rauchrelevante Inhalte sehen. Sie sehen aber tatsächlich weniger als per Zufall erwartete Raucherbilder. Das kann man sich so erklären, dass die Wahrnehmung, was ist Sucht? Sucht bedeutet, man hat die Überzeugung, dass etwas defizitär ist, dass man von etwas zu wenig hat. Die Überzeugung bei den Rauchern ist also, okay, man hat das Gefühl, so auf der unbewussten Überzeugungsebene, man hat viel zu wenig von den Rauchwaren. Und genau diese Überzeugung wird dann Realität durch Einflussnahme auf die Zufallsprozesse. Es ist also nicht so unbedingt immer der intentionale, bewusste Impuls der Realitätsbildend ist, sondern oftmals auch eine zugrunde liegende, sehr stark vorhandene, unbewusste Überzeugung, wie in dem Beispiel der Sucht, die dann realitätsbildend ist. Und darüber kann man sich auch selbsterfüllende Prophezeiungen erklären. Ja? Wenn ich jetzt ganz kurz, darf ich einmal unterbrechen, weil das ist ja super interessant, das jetzt mit der Sucht. Das heißt, nur nochmal, damit ich es richtig verstehe, also das heißt, der Mangel, den jemand, der süchtig ist, unterbewusst ständig verspürt, also dieser Mangel, der präsentiert sich, der verändert die Wirklichkeit, um es so auszudrücken. Der wird objektiv manifest in der materiellen Realität, ja, in dem Fall bei uns, in der Bilddarbietung, ist natürlich eine simulierte objektive Realität, aber genau. Was bedeutet, dass Teil der Identität, nämlich diese emotionalen Überzeugungen, die uns alle auch so ein bisschen, dass die dazu führen, dass wir genau diese Realitäten in unserer Umgebung herstellen, die das bestätigen. Und wenn man dann noch einen Schritt weitergeht, wir arbeiten dann auch mit klinisch relevanten Überzeugungen, Personen, die zum Beispiel selbst unsicher sind, die noch nicht jetzt in klinischer Therapie sind, aber die so in der Normalpopulation existieren, aber sehr stark selbst unsicher sind. Diese Personen erheben wir schauen also, wer in unserer Population, in unserer Stichprobe ist selbst unsicher. Und diese Gruppe von Personen, diese Extremgruppe von Personen, der zeigen wir dann in diesen Experimenten Sätze wie, ich bin nichts wert oder andere mögen mich nicht oder dergleichen oder eben neutrale Sätze. Und diese Personengruppe sieht dann mehr als per Zufall erwartete Sätze wie, ich bin nichts wert. Also genau Sätze, die den inneren Zweifel entsprechen. Also irgendwie haben wir so die Tendenz, realitätsbildend auch im Unbewussten durch unsere Überzeugungen einzuwirken. Und diese Realitäten natürlich wieder im Umkehrschluss durch unsere Wahrnehmung verstärken diese Überzeugung. Es ist wie so ein Teufelskreislauf. Mhm. Das könnte man auch in der Psychologie als selbsterfüllende Prophezeiung bezeichnen, dass man das, was man erwartet und in seinen Überzeugungen dann anzieht, auch tatsächlich Realität wird. Und das bestätigt wieder die Erwartungen, was natürlich wieder den Effekt der Erwartung verstärkt. Mhm. Ganz dramatisch und super spannend. Ja, absolut. Weil ich finde, das ist ja bei selbsterfüllender Prophezeiung gehen ja, glaube ich, viele immer eher davon aus, dass man sagt so, naja, weil ich das und das Verhalten habe oder die und die Einstellung habe, verhalte ich mich so und so und mein Verhalten verändert dann vielleicht meine Wirklichkeit. Aber hier wäre ja eigentlich durch den Zufallsgenerator und das mit den Bildern, das ist dann ja eigentlich ein Hinweis darauf, dass neben dieser Sache mit dem Verhalten, dass wirklich auch die Welt an sich, die objektive Realität, eine Veränderung erfährt
durch meine Vorstellung. Ganz nicht durch mein Verhalten, nur durch die Vorstellung. Genau. Und so konzipieren wir auch in unserer Theorie den Einfluss auf die Realität, eben nicht vermittelt über das Verhalten, wie Sie es gerade geschildert haben. Das wären so typische klassische motivationspsychologische Theorien. Ich habe einen Impuls, einen Gedankenimpuls, der über das Gehirn vermittelt auf die verhaltenssteuernden Zentren einwirkt und das Verhalten verändert dann die objektive Realität und diese Kette, diese Kausalkette. Und wir sagen, nee, das Verhalten ist Teil der materiellen Realität. Ich habe eine Überzeugung und durch die Überzeugung erzeuge ich eine materielle Realität, wo ich mich so und so verhalten sehe. Mit den Konsequenzen auch dieses Verhaltens. Also das Verhalten ist bereits sozusagen in der von der Überzeugung erzeugten materiellen, objektiven Realität enthalten. Und das müssen wir so konzipieren, weil man anders nicht eine Interaktion zwischen Geist und Materie konzipieren kann. Es ist nicht denkbar, dass ein geistiger Impuls sich irgendwie auf das Gehirn auswirkt und auf die Verhaltenszentren und auf das Verhalten, weil eben zwischen dem Geist und der Materie diese Erklärungs- oder diese Kausalitätslücke existiert. Also es ist im Prinzip ein auf Wahrnehmung und durch Wahrnehmung konstruierte Realität basierendes Modell. Was die äußere Wirklichkeit verändert. Eine Sache schoss mir vorhin noch durch den Kopf. Sie hatten gesagt, die Abweichung war 10,2, ne? Also 2% hatten Sie gesagt. So. Genau. Da ist mir nur durch den Kopf gegangen, jetzt sagt vielleicht jemand so, ja, das ist ja relativ unwesentlich. Ich hatte vor Jahren, muss ich nur kurz sagen, mal gelesen, dass ich glaube bei Aspirin bei Herzpatienten, ne? Wenn die das bekommen, dass da meine ich die Verringerung der Sterberate, ich glaube 3% war. So, also man verschreibt Patienten, weil es um 3% die Chancen, Herzinfarkt zu bekommen, verringert. Das heißt, 2% ist irre hoch, so gesehen. Ne? Das ist ja was Wichtiges, was das Leben mit bestimmt, so gesehen. Ne? Ja, auf die Menge betrachtet definitiv. Und man muss auch sagen, wir untersuchen Effekte in sehr künstlichen Umgebungen. Bilder sind emotional anreizend, aber natürlich nicht so stark wie ein realer emotionaler Anreiz in einer echten Situation. Also wir glauben schon durchaus natürlich, dass wir ein Stück weit die in der tatsächlichen Realität existierenden Effekte weit unterschätzen durch dieses künstliche Ambiente, das wir in unseren Untersuchungssituationen herstellen. Müssen wir natürlich, um möglichst kontrolliert zu präsentieren und die Reize möglichst kontrolliert auch auszuwählen und darzubieten. Aber ich denke schon, dass wir die Effekte unterschätzen. Ja. Okay. Und wahrscheinlich gibt es auch starke individuelle Unterschiede zwischen den Personen. Es gibt solche, die besser in der Lage sind, das von ihnen gewünschte Realitätsergebnis zu produzieren. Und andere, die sind weniger oder gar nicht in der Lage oder produzieren sogar das Gegenteil. Ich kann mir vorstellen, dass in unserer Stichprobe welche drin sind, die aufgrund von Ängsten oder Sorgen oder Überzeugungen, alles ist immer schlecht, tatsächlich mehr negative Bilder als per Zufall erwartet sehen, weil sie diese Überzeugungen in ihrer Realitätsbildung wieder zur Manifestation bringen. Okay, super spannend. Jetzt spiele ich mal wieder den Kritiker und frage nach, ja, wie ist das denn jetzt? Sie haben gesagt, die Experimente werden ja schon seit Jahrzehnten durchgeführt. Hatte vor Jahren auch mal Dean Radin, glaube ich, ne, beschäftigt sich auch die irgendwie mit einem Buch gelesen und so. Ist denn jetzt in der Wissenschaft sozusagen dieses Experiment, was Sie da machen, knallhart von allen anderen weltweit nachvollziehbar und jeder kann das so schön erheben und findet das raus? Ja. Jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Das ist eine sehr gute Frage. Wenn es diese Effekte geben würde, dann würden wir nicht mehr an der Uni sitzen und uns herumschlagen mit diesen Experimenten, sondern wir würden Lotto spielen oder wir würden nach Monte Carlo fahren und dort unser Geld machen. Ja? Also wenn wir wirklich in der Lage wären, auf irgendwelche Art und Weise durch Manipulation unseres Geistes die Zufallsprozesse zu beeinflussen und das durchgehend und überzeugend, dann säße ich nicht hier, um es mal so zu sagen. Und das gilt auch für unsere Forschung. Die Befunde, die ich Ihnen jetzt hier kurz skizziert habe und dargestellt habe, das sind eigentlich nur Befunde, die wir immer am Anfang einer Serie von Experimenten finden. Sobald wir versuchen, diese Befunde, die sehr überzeugend sind erstmal, ja, mit 4000 Versuchspersonen, erreichen wir einen Base-Faktor von 10. Ein Base-Faktor von 10 heißt, es ist eine Wettquote von 10 zu 1. So ein Effekt hat eine Wettwahrscheinlichkeit von 10 zu 1. Das ist eine hohe Wettquote, ja. Ja, man würde jetzt vorhersagen, okay, bei einer 10 zu 1 Quote, dass, wenn ich jetzt wieder das Experiment mache, es sehr wahrscheinlich ist, dass man den Effekt wiederfindet. Und immer dann, wenn wir den Effekt versuchen zu replizieren und damit einer objektiven Überprüfung unterziehen, verschwindet er. Jetzt würde man als Skeptiker sagen, okay, ja, Herr Mayer, und auch ganz zu Recht,
wenn der Effekt verschwindet, dann war er vielleicht gar nicht da. Das erste Experiment ist, man sagt in der Wissenschaft, ein false positive, ein zufälliges Ergebnis, das hat man auftrat. Und bei den Replikationen zeigt sich dann, ob es ein echtes Ergebnis war oder nicht. Und da die Replikationen ja nie funktionieren, ist es also ein false positive kein wirklicher Befund, den Sie da präsentieren. Wir entgegnen jetzt, okay, wir glauben tatsächlich, dass es Teil der Realität ist, mit der wir hier zu tun haben. Wir glauben, dass es sich bei willentlichen Einflussnahmen, bei geistigen Einflussnahmen auf die materielle Realität, dass es sich um eine Art von Realitätsmischung handelt, die per Definition nicht objektiviert werden kann und sogar nicht objektiviert werden soll. Weil sonst der subjektive Impuls, der ein Teil dieser neuen Realität darstellt, verschwinden muss, wenn man ihn objektiviert. Ich erkläre es gleich noch mal ein bisschen genauer. Aber jetzt nochmal ganz konkret zu Ihrer Frage. Und das führt dann dazu, sobald ich den Maßstab, den wissenschaftlichen Maßstab der maximalen Objektivierung ansetze, was in der Wissenschaft bedeutet Replikation, in dem Moment verschwindet dann der Effekt. Und das sehen wir eigentlich immer. Wir zeigen den Effekt, in dem Moment, wo wir ihn replizieren, verschwindet er. Und weil er eben phänomenologisch identisch ist mit einem False Positive, haben wir Folgendes gemacht. Wir haben jetzt Analysen gemacht, wo wir den Effekt in seinem Verlauf uns angeschaut haben. Ein Anstieg des Effekts zu Beginn und dann ein Abfall mit beginnenden Replikationen. Und darüber haben wir Veränderungsanalysen gemacht, Fast-Fourier-Transformationsanalysen, die zeigen sozusagen im Vergleich zu Simulationen, wie ungewöhnlich ist denn so eine Effektentwicklung mit Anstieg des Effekts und dann wieder Verschwinden. Wie häufig tritt denn so etwas per Zufall überhaupt auf, wenn man das mit Simulationen vergleicht? Und was wir jetzt finden ist, gerade jetzt bei dem Experiment mit den Rauchern oder bei ähnlichen Experimenten, die ich hier geschildert habe, man müsste solche Experimente 500 Mal machen, bevor man einmal so einen Verlauf, wie wir finden, entdeckt. Wir finden den Verlauf aber immer beim ersten Mal. Wir machen das nicht 500 Mal und suchen uns dann den besten Verlauf auf und erzählen den dann hier in diesem Podcast, sondern machen es einmal und dann ist der Verlauf so da, wie ich ihn geschildert habe. Und das ist so ein bisschen, das würde jetzt niemanden in der Wissenschaft da draußen überzeugen, weil da gilt die goldene Regel, die Replikation muss funktionieren. Ja? Mhm. Das würde in dieser materialistischen, objektivierten Wissenschaft niemanden überzeugen. Aber trotzdem, für uns gilt und auch für diejenigen, die so ein bisschen offen sind, wir finden erstaunliche Effekte, die nicht so einfach durch reine Zufallsveränderungen erklärt werden können. Und das ist so auch unser Ansatzpunkt, mit diesem Dilemma umzugehen, dass es sich um eine Realität handelt, die nicht objektivierbar ist. Wir können sie nicht klassisch objektivieren, also müssen wir alternative Methoden der Objektivierung entwickeln. Ist das denn, ich meine, es gibt ja jetzt nicht nur ein Experiment, eine Art Experiment, was da durchgeführt werden kann, wo diese Effekte auftreten. Also Sie hatten jetzt Experiment beschrieben, wie man da eben mit dem Zufallszahlengenerator und den Bildern arbeitet mit Probanden. Ist es denn jetzt so, wenn ich ein anderes Experiment design, was vielleicht irgendwie krass unterschiedlich ist, dass dann auch bei dem anderen Experiment wieder am Anfang der Effekt auftritt und dann verschwindet? Oder gibt es dann schon diese Wiederholung von Experimentreihen, die aber zu unterschiedlich sind? Oder wie muss ich das verstehen? Genau. Also es ist natürlich nicht so, dass jedes Experiment beim ersten Mal erfolgreich ist, weil vieles hängt davon ab, welches Material man verwendet, mit welchen Intentionen man jeweils operiert bei diesen Studien und auch wie die Stichproben gestaltet sind. Aber wir haben jetzt, wenn ich das mal so in der Rückschau zusammenfassend betrachte, wir haben jetzt ungefähr so seit dem Jahr 2018 diese Art von Experimenten gemacht. Also in den letzten 5 Jahren haben wir ungefähr 40.000 Versuchspersonen erhoben. Viele sind Online-Experimente, manche sind Laborexperimente. Raucher und Nichtraucher, positive und negative Bilder, buddhistische Mönche, betende Klosterschwestern, alles Mögliche. Ja? 40.000 Versuchspersonen insgesamt. Und man findet auch mal Null-Effekte zu Beginn und die bleiben dann auch Null-Effekte bei der Replikation. Auch das gibt es. Wenn man das Ganze einer Meta-Analyse unterzieht und mal schaut, wie häufig treten denn so initiale Effekte und das Verschwinden des Effekts bei Replikation ein. Und ist das mehr, als man per Zufall erwarten würde, dann sieht man eindeutig, wir haben hier einen mehr als zufälligen Effekt, meta-analytisch betrachtet. Und das Schöne an dieser Meta-Analyse ist, wenn ich nur mein Labor anschaue, bei Meta-Analysen weiß man immer nicht, was sind die nicht berichteten Befunde, was sind die Befunde, die in der Schublade verschwunden sind. Also vielleicht liegen ja ganz viele Befunde in einer Schublade, die nicht funktioniert haben, die nimmt man dann in die Meta-Analyse nicht rein und dann wird die signifikant. In unserem Fall kann ich sagen, und ich kann es auch dokumentieren, wir haben alle Studien in der Meta-Analyse drin. Es gibt also keinen File-Drawer, sagt man auch. Es gibt keine Studien, die nicht irgendwie Beachtung fanden. Ja? Es ist alles drin und trotzdem finden wir den Effekt. Und auch das bedeutet, da muss irgendwas dran sein. Ja? Das sind aber alles so Objektivierungskriterien, die eben ein bisschen minderwertiger sind im Vergleich zur direkten Replikation.
Darf ich, um es für mich auch wieder so nur noch mal zu wiederholen, mir schoss gerade ein Vergleich durch den Kopf. Ich weiß nicht, ob der da vielleicht passt oder so. Das können Sie mir dann sagen, ob ja oder nein. Aber wenn ich mir vorstelle, ich gehe in den Wald und da ist eine Lichtung und ich gehe auf die Lichtung und dann sehe ich da ein Reh und das Reh rennt weg. Und das kommt nie wieder zur Lichtung, sozusagen, gehen wir mal von aus, weil es so einen Schock bekommen hat, das traumatisiert, kommt nie wieder zur Lichtung. Und ich behaupte jetzt, ich habe da ein Reh gesehen. Und dann irgendjemand anders geht zu einer anderen Lichtung, weil das Reh da jetzt ist. Ne? Und da passiert das Gleiche. Er sieht das Reh ist scheu, das Reh rennt weg und kommt nie wieder zu der Lichtung. Und der sagt auch, ich habe da ein Reh gesehen. Und das passiert jetzt irgendwie 100 Mal. Die Leute sagen immer alle, ich habe ein Reh gesehen. Aber jetzt kommt ein Wissenschaftler und sagt, ich gehe zu der Lichtung hin, jeden Tag, aber ich sehe kein Reh mehr. So. Und der glaubt es deswegen nicht. Kann man das vergleichen? Ganz genau. Das ist genau exakt dieses Beispiel. Wir haben ein sehr flüchtiges Phänomen, das sich bei Beobachtung, durch den Akt der Beobachtung entzieht. Also sobald ich sage, hey Herbert, komm mal her und schau mit her, wird das Reh scheu und verschwindet. Das ist im Prinzip genau das, was passiert mit unserem Effekt. Ein subjektiv induzierter Effekt hat einen subjektiven Anteil. Und wenn ich den einer Objektivierung unterziehe durch direkte Replikation, indem ich eine zweite Person an die Lichtung rufe und sage, hey, schau mit hin, muss der verschwinden. Also die Metapher trifft genau das, was auch der Kernbestandteil unserer Theorie ist. Alle willentlichen, intentional induzierten Einflüsse auf die materielle Realität, all solche Effekte, die autonom und spontan sind und damit die Durchdeterminiertheit der objektiven Realität verletzen würden, dürfen nicht in der objektiven Realität identifiziert werden, sonst würden sie ja die Determiniertheit, die die Grundlage der Objektivierung ist, verletzen. Es ist wie, also dieses objektive materialistische Weltbild schützt sich durch die Art der Beobachtung, direkte Replikation und bestätigende Beobachtung, schützt sich davor, solche Effekte, die scheu sind wie ein Reh, tatsächlich zu identifizieren. Das ist also eine in sich geschlossene Art von Argumentation, also eine zirkuläre Art der Argumentation. Sie sagen, okay, es gibt keinen freien Film, weil er ja nicht objektivierbar ist, aber der Akt der Objektivierung führt dazu, dass der freie Wille ja gar nicht, auch vom Prinzip her, aus logischen Gründen nicht entdeckbar ist, weil man da ganz anders hinschaut, als man hinschauen müsste, wenn man den freien Willen untersuchen möchte. Weil es eine ganz andere Art von Realität ist. So ein bisschen ähnlich wie das Entdecken des Erlebens. Ja, ich kann niemals die Qualia, das Spüren, das Erleben der Zwiebel quantitativ nachmessen, weil ich da auf einer ganz anderen Ebene bin. Und dann zu behaupten, es gibt das Erleben nicht, ist Schwachsinn. Ja? Es macht keinen Sinn, weil das Erleben ist wahrer als jede quantitative Längen oder was auch immer Bestimmung, die man als so quasi wahr immer bezeichnet. Und das führt im Prinzip zu einem der Hauptargumente, das wir auch in unserer Arbeitsgruppe vertreten. Die objektive materialistische Realität ist nicht die wahre Realität. Diese Gleichsetzung von objektiv und wahr, das ist falsch. Sondern die objektive Realität generiert Phänomene, die dem Weltbild einer objektiven Realität entsprechen. Das ist gut so, das ist schön so. Man kann damit Brücken bauen, man kann Autos bauen, man kann was auch immer damit entwickeln und der Menschheit damit Gutes tun. Aber die Behauptung zu sagen, das wäre die einzig wahre Realität und auf diese Behauptung danach aufzubauen, es gibt keinen freien Willen, es gibt keine schöpferische geistige Einflussnahme auf die Gestaltung dieser Welt, die bis hin zur Leugnung Gottes geht, wenn man es mal jetzt ganz konkret sagt, ja, das ist falsch. Das ist eine Übertreibung dieses Weltbilds. Und das muss jetzt mal auf den richtigen Platz gesetzt werden. Es ist ein Weltbild, das eine gewisse Klasse von Phänomenen, nämlich die Objektiven, wunderbar beschreiben kann, aus dem man aber nicht schließen kann, dass was nicht objektiv ist, nicht auch wahr sein kann. Das ist im Prinzip unsere Aussage. Okay, also haben wir sozusagen, also oder ich sage jetzt mal, das physikalistische Weltbild hat jetzt zwei Probleme schon. Also Problem eins ist überhaupt dieses harte Problem des Bewusstseins. Ich kriege nicht zusammen, wie kann ich Objektives und Subjektives erleben? Wo ist die Verbindung da? Da gibt es kein Modell Vernünftiges zu, so kann man nicht erklären. Ja. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist jetzt, dass es Phänomene gibt, die sich halt auch dieser objektivierten Realität, wenn ich damit herangehe, die sich dem entziehen. Aber diese Phänomene sind schon, ich sage jetzt nicht messbar, eben nicht, in dem Sinne wiederholbar messbar, aber sie sind beobachtbar, so, ne? Sie sind vorhanden. Ganz genau. Okay, also haben wir jetzt zwei Probleme und jetzt machen Sie ja sozusagen, würde ich sagen, das ist dann ja eigentlich so Grundlagenforschung der Realität. Kann man das verbinden? Also gibt es da jetzt irgendeine Möglichkeit zu sagen, hey, gibt es eine Schnittmenge? Also haben wir eine Chance, eine Brücke zu bauen?
Absolut. Und die Chance hat uns die Physik geliefert. Ein Vertreter der Quantenphysik, nämlich der Niels Bohr, hat vor fast 100 Jahren, also beginnend vor 100 Jahren und dann in den 50er Jahren, hat uns da schon eine Idee geliefert, nämlich das Prinzip der Komplementarität. Die Quantenmechanik hat nämlich mit ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Die Quantenmechanik hat im Kern festgestellt, dass Realität vor der Messung gar nicht existiert, sondern im Gegenteil, materielle Realität oder physikalisch relevante Realität, ich nenne es mal so, beginnt erst ab der Messung. Der Akt der Messung und welche Messstruktur oder Messsetup ich bei einer Studie verwende, bestimmt, was ich finde. Das ist eine der Kernerkenntnisse, die man aus der Quantenphysik ableiten kann. Und daraus hat er das Komplementaritätsprinzip gebildet, der eben sagt, einander widersprechende Erscheinungsformen, am Beispiel jetzt der Quantenphysik, am Beispiel des Lichts, nämlich der Teilchencharakter des Lichts und der Wellencharakter des Lichtes, zwei komplementäre, einander widersprechende Erscheinungsformen ein und desselben Konzepts sind vereinbar, weil sie sich gegenseitig ergänzen und sie sind erklärbar dadurch, dass unterschiedliche Messprozesse jeweils stattfinden. Nämlich, ob ich eine bestimmte Art von Messung durchführe, dann kriege ich ein Teilchen. Wenn ich eine bestimmte Art von Messung anders oder nicht durchführe, dann kriege ich eine Welle. Komplementäre Zustände, auch komplementäre Weltbilder, sagt dann der Bohr, könnte man genauso verstehen. Und er bezieht es auch auf die Existenz des freien Willens im Gegensatz zur durch das Gehirn durchdeterminierten Realitäten. Er sagt, diese beiden Phänomene, nämlich freier Wille und Autonomie, das ja widerspricht einer durch das Gehirn durchdeterminierten Verhaltensstörung, könnten auch komplementäre Sichtweisen desselben sein, nämlich Verhaltensteuerung durch den Menschen, die sowohl als determiniert erklärt werden kann, wenn man objektiv hinschaut, und als nicht determiniert und freiwillig gesteuert, wenn man nicht ganz so objektiv hinschaut. Und das Komplementaritätsprinzip ist, finde ich, ein mächtiges Prinzip, von dem der Bohr auch sagt, es sollte in der Wissenschaft generell mehr Anklang finden. In der Wissenschaft gibt es immer Grabenkämpfe zwischen verschiedenen Lagern. Und sie sagen immer, das eine Lager hat recht und das andere Lager hat recht und man bekämpft sich bis auf die Zähne. Das ist für gewisse Bereiche schwachsinnig, weil es sich oft um Bereiche handelt, die tatsächlich komplementär im Widerspruch zueinander stehen, aber durch unterschiedliche Messzugänge wunderbar vereinbar sind. Und ich glaube, das trifft vor allem auf Phänomene der Psychologie zu, vor allem auf das Phänomen des freien Willens. Also in unserem Beispiel wäre, der freie Wille existiert, diese Aussage ist korrekt, und die Aussage, unser sämtliches Verhalten ist durchdeterminiert seit dem Urknall, ist genauso korrekt. Es sind zwei einander widersprechende, wahre Aussagen, die davon abhängen, wie man misst. Wenn ich objektiv messe, gilt das eine. Wenn ich weniger objektiv, so wie ich es beschrieben habe, in unseren Experimenten messe, gilt das andere. Wenn wir also den freien Willen untersuchen, kommen wir nicht mit der Keule der Objektivierung daher, sondern wir nehmen weiche Maße der Quantifizierung, subjektive Berichte der Versuchsperson oder halt eben, wie immer, wir löschen auch mal objektive Daten und schauen, ob das einen Unterschied macht, ja? Und finden dann in solchen Art von Konstellationen Evidenz für den freien Willen. Und bitte. Ja, okay, weil Sie das jetzt bei den Experimenten angesprochen haben. Nochmal, Sie sagen, man kann bei den Experimenten die Objektivierung zurückfahren. Also eigentlich heißt Objektivierung, ich erhebe genaue Daten. So, ne? Ich messe genau. Die ganz genau und halte das fest und mache eine Tabelle und kann es halt kalkulieren und Analysen draus ziehen und so. Jetzt wiederholt man das Experiment. Wie kann man denn dann weniger objektiv ein Experiment durchführen? Ja, also jetzt kannst du mir an dem Beispiel beschreiben, das ich vorher gewählt habe. Dieses Mikro-PK-Experiment mit den positiven und negativen Bildern. In den ersten Studien, die wir da durchgeführt haben und auch mit den Fehlschlägen, mit den nicht erfolgreichen Replikationen, da haben wir die Anzahl der positiven Bilder per Computer abgespeichert erhoben. Das wären objektive Daten. Ja. Da hat niemand irgendwie die Daten erfunden oder so, sondern der Computer hat einfach festgehalten, wie viele positive Bilder hat Versuchsperson 1 gesehen, 2, 3 bis 4.000. Okay. Das wären objektive Daten im Sinne der Naturwissenschaft. Und wir haben in einer Variante dieser Studie Folgendes gemacht. Wir haben die Versuchspersonen dieses Experiment durchlaufen lassen und am Ende des Experiments gesagt, wie viele positive Bilder hast du denn gesehen? Wir haben die subjektive Erinnerungsleistung an die Anzahl der positiven Bilder erfasst. Und dann gab es zwei Bedingungen. Bei der Hälfte der Versuchspersonen haben wir die objektiven Daten gelöscht. Wir haben die gar nicht angeschaut, sondern gleich gelöscht.
Und bei der anderen Hälfte haben wir die objektiven Daten aufgezeichnet. Also wir haben jetzt in einer Bedingung nur die subjektive Erinnerungsleistung, in der anderen Bedingung die subjektive Erinnerungsleistung, die haben da auch erinnert, ja, aber auch die objektiven Daten. Wenn wir die Ergebnisse in der Bedingung anschauen, dann finden wir bei den objektiven Daten kompletten Quantenzufall. Es waren genauso viel positive wie negative Bilder, laut objektiver, computerabgespeicherter Daten. Bei den subjektiven Daten das Gleiche. Auch hier wird nicht berichtet, dass man irgendwie mehr oder weniger positive Bilder gesehen hat. Auch so Zufall. Die Korrelation zwischen den objektiven und den subjektiven Daten ist auch ziemlich hoch. Punkt 65 ist ein hoher Zusammenhang zwischen den beiden. Man kann sagen, die subjektiven Daten, die gehen wirklich auf die objektiven Daten zurück. Die hängen mit denen stark zusammen. Das Interessante ist jetzt, in der Bedingung, wo wir die objektiven Daten gelöscht haben, da berichten die Versuchspersonen, sie hätten mehr positive Bilder als bei Zufall erwartet gesehen. Okay, also da, jetzt wo sozusagen nur, da, wo nur das Bauchgefühl aufgezeichnet wurde, sozusagen. Also da ist dann halt der Effekt im Grunde genommen in dem Bauchgefühl, in den subjektiven Daten, ist der Effekt dann wieder da. Wenn ich die objektiven Daten nur, nicht aufzeichne. Ganz genau, weil die Objektivierung wieder, also wie kommt so ein Effekt zustande? Das Wollen der Versuchsperson hat eine Realität konstruiert, bei der sie mehr positive Bilder gesehen haben. Das darf ich aber nicht objektivieren. Würde ich es objektivieren, wäre dieser Wollensimpuls wieder kaputt gemacht worden, weil der darf in dieser Welt, wo ich objektiviere, nicht, der ist inkompatibel mit dieser Welt. Mhm. Der darf da nicht existieren. Also er muss weg sein. Wenn ich dann sozusagen ausweiche auf die subjektive Variable, kriege ich da den Effekt, aber eben nur in der Bedingung, wo nicht objektiviert wurde. Die gleich subjektive Variable, die genauso subjektiv ist wie in der anderen Bedingung, wenn da objektive Daten mit existieren, die sozusagen eine Validierung der subjektiven Daten darstellen, da ist der Effekt dann nicht vorhanden. Also ganz konkret jetzt, wenn man das mal auf ein Alltagsbeispiel überträgt, was bedeuten denn diese Art von Befunde für unsere Motivation im Alltag? Das ist jetzt ein bisschen ein Übertrag, das ist jetzt ein bisschen gewagt, aber lassen Sie uns mal einfach spekulieren. Ja? Das bedeutet, sobald ich einen subjektiven Willensimpuls habe, etwas möchte, ich möchte besser werden im Leben, ich möchte abnehmen, was auch immer der Impuls, ich möchte aufhören zu rauchen, was auch immer der Impuls ist. Ja? Sobald ich diesen freien Willensimpuls habe, dann sollte ich mich davor wirklich, also hüten, es zu objektivieren. Wenn ich abnehmen möchte, bitte nicht jeden Tag auf die Waage stellen und quantifizieren, ob das Ergebnis meines subjektiven Impulses erfolgreich war. Oder ob ich jetzt weniger geraucht habe oder ob ich jetzt ein besserer Mensch geworden bin. Also nicht objektivieren, wenn es sich um gewollte, um gute Willensimpulse handelt. Weil die Objektivierung dazu führt, dass unserem Willensimpuls die Zähne gezogen werden. Der wird lahm, der wird unfähig. Ja? Das passt so ein bisschen auch zu religiösen Strömungen, wo man sagt, wenn man gutes Wollen hat, erzähl es nicht den anderen. Oder lass es nicht von den, oder trage es nicht vor dir her und hüte dich davor, das wirklich an die große Glocke zu hängen, sondern mach das im stillen Kämmerlein für dich. Vielleicht andersrum ist es bei den. Vielleicht können wir auf diese Praxissachen gleich nochmal konkreter kommen, weil ich würde eigentlich gerne nochmal bei diesem Objektivieren bleiben. Also vielleicht nur nochmal, mir ist wieder das Reh im Kopf gekommen. Also sozusagen wäre es jetzt, wenn ich als Wissenschaftler das Reh finden möchte und ich gehe mit meiner Knarre und meinen Messinstrumenten auf die Lichtung und mache groß Tram Tram, dann wird es auf keinen Fall kommen. Wenn ich mich aber irgendwie entspannt auf die Wiese lege und den Sternenhimmel oder mir einfach die Wolken über mir angucke und ich überhaupt auf gar nichts achte oder so, dann huscht vielleicht das Reh mal wieder vorbei, so gesehen. Da taucht es wieder auf, so. Also in der Metapher. Sie haben dieser Begriff, da würde ich gerne nochmal drauf kommen, wegen diesem, wie verbinde ich denn jetzt objektive und subjektive Realitäten miteinander? Und Sie hatten mir ja auch eine Ausarbeitung zugeschickt, wegen diesem Begriff Unus Mundus. Also wie kriege ich die Sachen zusammen und was ist das? Also was gibt es da was drüber? Ja, also im Prinzip ist die Theorie, mit der wir arbeiten, eine Theorie, die stammt von Wolfgang Pauli und Carl Gustav Jung. Und wir können da gerne auch mal in die Folien reinschauen. Diese beiden Personen, Wolfgang Pauli war ein Quantenphysiker, Nobelpreis erhalten für Quantenphysik. Der kannte sich in der Materie der Quantenphysik wirklich gut aus. Und Carl Gustav Jung ist vielleicht auch ein bekannter Name, ist der Begründer der analytischen Psychologie. Die Psychologie des Unbewussten, die Rolle des Unbewussten bei der Entstehung von psychischen Erkrankungen, das ist so das große Verdienst von Carl Gustav Jung, war ein Schüler von Freud. Beide taten sich zusammen, um zu erklären, wie ist denn so die Wechselwirkung zwischen Geist und Materie? Genau unser Thema eigentlich auch. Physiker und Psychologe, genau. Ja, eine coole Kombination. Unterschiedliche Fachrichtungen, interdisziplinär, die
wir waren auch freundschaftlich verbunden. Der Pauli war eine Zeit lang auch der Klient von Karl Gustav Jung. Und eben im Rahmen dieser Interaktionen gab es auch so diese Frage nach, was ist Realität oder in welcher Beziehung steht Geist und Materie? Und die kamen jetzt zu einem Modell, das auch schon auf früheren philosophischen Modellen basiert. Spinoza und Leibniz und andere hatten schon ähnliche Modelle. Und das ist die Unus-Mundus-Theorie. Und dieser Unus-Mundus-Theorie geht man davon aus, dass die duale Realität von Descartes, nämlich die subjektive und die objektive, die geistige und die materielle Realität, ist eine höhere Form von Realität. Es gibt eine Realität, die dem Ganzen zugrunde liegt, die eigentlich sozusagen die Urform der Realität darstellt, die Basis dieser beiden dualen Realitäten. Und die dualen Realitäten sind im Prinzip nur eine Art künstliche Trennung einer Realität, die tiefer liegt. Und diese tiefer liegende Realität wird als Unus Mundus bezeichnet. Unus Mundus deswegen, weil sie eine einheitliche Welt ist, eine Welt, in der Geistiges und Materielles eine Einheit bilden. Mhm. Vielleicht, wenn wir uns mal Folie 14 in diesem Foliensatz anschauen, den ich Ihnen zugeschickt habe, dann können wir uns das mal ein bisschen vor Augen führen. Ja. Sie sehen jetzt hier eine grafische Darstellung dieser Unus Mundus Theorie. Was Sie unten sehen und das hier mit Subjektivität bezeichnet ist, das ist die Unus Mundus. Die Unus Mundus enthält alle vorbewussten, noch nicht bewusst erlebten Aspekte einer Realität und gleichzeitig alle vormateriellen Aspekte einer Realität. Das wären die quantenmäßigen Beschreibungen dieser Realität. Vormaterielles und Vorbewusstes bilden auf dieser Unus Mundus eine Einheit. Sie sind noch nicht getrennt voneinander, sondern der Geist ist sozusagen hier verschaltet oder verschachtelt, untrennbar verbunden mit dem Vormateriellen. Der unbewusste Geist und das Vormaterielle bilden hier eine Einheit. Man nennt es auch Monismus. Ein Monismus, der zwei Aspekte hat, einen geistigen und einen materiellen Aspekt. Und darum heißt dieses Modell auch, oder gehört zur Klasse des dualen Aspekte-Monismus. Das sehen Sie in der Überschrift dieser Folie. So, wie komme ich jetzt in die duale Realität aus dieser sozusagen unbewussten quantenphysikalischen Mischrealität? Kommt man durch Beobachtung, durch Messung. Indem ich eine bewusste Beobachtung durchführe, das heißt hier auf dieser Folie epistemischer Split oder Messung, meint aber eine bewusste Beobachtung, durch den Akt der bewussten Beobachtung transferieren sich die Anteile dieser Welt in eine materielle Realisation einerseits und einer subjektiven Erlebensrealisation andererseits. Und wie ich wahrnehme, das kann jetzt sich unterschiedlich vollziehen und das zeigen uns die nächsten beiden Folien. Wenn Sie mal die nächste Folie bitte anklicken oder aufrufen. Das ist also sozusagen eine Dissoziation, die da stattfindet. Ganz genau. Es findet eine Dualisierung statt einer eigentlich einheitlichen Welt. Und die Dualisierung ist ein Produkt unserer Wahrnehmung. Man könnte ja sagen, wenn man die Wahrnehmung zurückfährt und im Unbewussten bleibt, würde diese Trennung nicht stattfinden. In Träumen, in Trancezuständen, in meditativen Zuständen, in Gebetszuständen wäre man nicht so in dieser bewussten Erlebenswelt, sondern in dieser Vorwelt. Und da hätte man Zugang zu dieser Unus Mundus. Wahrnehmung, also dieser Transfer in die duale Welt, kann jetzt unterschiedlich passieren. Wahrnehmung kann passiv rezipierend sein. Also ich nehme etwas wahr, ohne Intention. Es ist mir egal, ob ich ein Reh sehe oder nicht. In dem Fall wird aus dieser Unus-Mundus-Welt, oder bleiben wir mal bei dem Beispiel hier von dieser Folie, ich werfe einen Würfel und es ist mir egal, welches Würfelergebnis kommt. Ist mir wirklich egal, welche Zahl da oben liegt. Ja. In der Unus Mundus sind alle möglichen Realitäten in ihrer quantenmechanischen Vorform und in ihrem unbewussten Erleben bereits repräsentiert. Die 1, die 4, die 6. Im Erleben, also im Vorerleben und im Vormateriellen ist es bereits da. Man kann sich das auch als wie so einen Potenzialraum vorstellen. Die Welt der möglichen Realität. Ist das nicht das, was dann bei der Quantenphysik noch diese Wellenfunktion ist? Also wo sozusagen alles möglich ist? Ist einfach nur eine, ist nicht wirklich eine Welle, die da irgendwie durch den Raum geht, sondern es ist einfach nur eine mathematische Funktion, eine Möglichkeit so gesehen, ne? Die da ganz genau. Wird. Und da kommt der Einfluss von Pauli auch zum Tragen, dieses Quantenphysikers. Genau, das ist genau diese Wellenfunktion in der Quantenmechanik, die man in der Interpretation von Everett zum Beispiel als diese parallele Weltenbeschreibung auch darstellen kann. Ja, das wären jetzt mögliche parallele Welten, die unbewusst erlebt werden, aber die noch nicht real manifest sind, in dem Sinne, wie wir das als real manifest erkennen würden. So, wenn es mir egal ist, welches Würfelergebnis ich produziere, dann entscheidet der Zufall, welche Zahl oben liegt. Das wäre in dem Beispiel jetzt die 6 liegt oben und gleichzeitig erlebe ich auch bewusst, dass die 6 oben liegt. Das ist diese linke Seite. Ja? So. Bei dieser Art von Wahrnehmung
einer nicht-intentionalen Wahrnehmung erscheint eine komplette Trennung zwischen dem subjektiven und dem objektiven Teil. Das ist dieser durchgezogene schwarze Strich, der ganz dick ist, der sagt, jetzt ist das subjektive Erleben komplett getrennt vom Objektiven. Die beiden interagieren auch gar nicht miteinander, die nehmen keinen Einfluss aufeinander. Sie entstehen nur gemeinschaftlich sozusagen aus der Unus Monus heraus. Jetzt, wenn wir eine Folie weitergehen, da sehen wir den Beispiel, nämlich das Beispiel der intentionalen Wahrnehmung. Wenn ich, wenn Sie mal Folie 16 anklicken, ja. Wenn ich ich spiele um Geld und ich möchte unbedingt eine 6 würfeln. Also ich habe eine starke Intention, ich brauche jetzt eine 6 bei dem nächsten Würfelwurf. So, dann passiert Folgendes. Dann kommt ein subjektiver Impuls, der auf der linken Seite im Bereich der Subjektivität seinen Ausgangspunkt nennt, nimmt, wird auf die Unus Mundus gesendet. Ja? Und dieser Impuls führt dazu, dass die eigentlich gleich wahrscheinlichen Möglichkeiten sich verändern und eine der Möglichkeiten wird wahrscheinlicher. Zum Beispiel die 6, die ist dann auch jetzt hier rot umrandet. Und das führt dann dazu, dass die 6, diese mögliche Welt Nummer 6 liegt oben, mit höherer Wahrscheinlichkeit auch objektive Realität wird. Was jetzt hier passiert ist, dass ein subjektiver Impuls Einfluss nimmt auf diese Wellenfunktion, auf die Wahrscheinlichkeiten, die eigentlich gleich wahrscheinlich sein sollten, ja, die verändert diese Wahrscheinlichkeiten. Und damit ist auch dieses Produkt der 6 in der objektiven Welt, die ist entstanden durch den subjektiven Impuls und die wahrscheinlichkeitsveränderte Wirkung des subjektiven Impulses. Die 6 ist also nicht mehr eine rein objektive Welt, sondern eine durch einen subjektiven Impuls eingefärbte objektive Welt. Das ist dargestellt durch diese gestrichelte Linie zwischen den beiden dualen Realitäten. Man kann auch sagen, die beiden dualen Realitäten sind hier nicht komplett getrennt, sondern die stellen noch eine Mischform dar. Und das nennen wir subjektive Realität. Es ist nicht rein subjektiv. Ich habe mir nicht nur die 6 vorgestellt, sondern sie ist schon real. Aber sie ist nicht komplett objektiv real, weil sie durch das subjektive Wollen induziert wurden. Und diese Art von Realitäten, die liegen eben intentionaler Einflussnahme zugrunde. Und weil sie eben nicht komplett objektiv sind, können sie auch nicht objektiv erfasst werden oder sich in der objektiven Realität komplett objektiv darstellen, sondern es sind immer subjektive Realitäten, Mischformen von Realitäten. Und wir behaupten, dass ein Großteil der Motivation der intentionalen Einflussnahme auf das Verhalten, auf diesen subjektiven Realitäten basiert. Das ist im Prinzip das theoretische Grundmodell, mit dem wir arbeiten, das schon auf Pauli und Jung 50er Jahre zurückgeht. Okay, also ich fasse nochmal für mich wieder zusammen. Wir haben also diese beiden eigentlich getrennten Wirklichkeiten. Wir haben die objektive Realität, die ich beobachten kann um mich herum. Ich habe mein subjektives Erleben. Ich habe mich selbst so gesehen in meinem Kopf von Farben, die ich sehe und dieses Empfinden, diese Welt. Und die Unus Mundus ist also sozusagen, die sagt, Moment, diese beiden Bereiche, da gibt es eine tiefere Ebene, wo beides noch nicht verwirklicht ist, wo beides als Möglichkeitsraum vorhanden ist. Also aus dieser tiefer liegenden Realität könnten Dinge entstehen, die dann zum Beispiel nachher als Materie wahrgenommen werden von mir. Aber gleichzeitig ist diese abgefahrene Möglichkeit also, dass, weil sie ja verbunden sind, diese Bereiche, kann ich mit meinem Bewusstsein in diese tiefer liegende Realität sanft Einfluss nehmen, so gesehen, und Wahrscheinlichkeiten verändern. Ja, habe ich richtig verstanden? Herr Schmitz, okay. wunderschön zusammengefasst. Ja. Und da wird auch nochmal deutlich, dieses Modell löst alle Probleme, die die Geist-Materie-Interaktion in der Philosophie des Geistes eigentlich hat, nämlich hier kann das Erleben und die Materie wechselseitig zusammenhängen, weil es eine gemeinsame Schnittstelle gibt, die Unus Mundus. Ja. Das Erleben ist auf die objektive Realität ausgerichtet, das läuft parallel zueinander, aber ist nicht von dem Objektiven ausgehend kausal bedingt, sondern ist vermittelt über die Unus Mundus. Ich habe jetzt sozusagen eine Schnittstelle zwischen dem Geistigen und dem Materiellen. Und auch dieses Problem des freien Willens, nämlich wie kann ein Willensimpuls Einfluss nehmen auf eine objektive Realität, wenn es keine Schnittstelle gibt, ja? Auch das kann die Unus Mundus erklären, weil der Transfer über die Unus Mundus erfolgt, wo eben sowohl geistige als auch materielle Teile verbunden und damit kausal sich gegenseitig beeinflussend vorhanden sind. Ist das dann, also Sie hatten vorhin den Vergleich mit einem Traum. Im Traum ist es ja auch so, ich habe mein persönliches Erleben, was ich da gerade habe. Also ich sehe eine Landschaft und so weiter, ich sehe einen grünen Baum vor mir. Das ist mein subjektives Erleben, was im Traum da ist. Aber der Baum, der da ist,
der ist ja im Grunde genommen, also sowohl der Baum als auch mein Erleben innerhalb eines Traums stammen ja beide aus einer Quelle. Also die stammen ja beide dann aus meinem Bewusstsein. Da haben wir ja eigentlich ein Beispiel, wo das jeder erfährt, dass es diese Trennung aus einer Quelle geben kann in materielle Wirklichkeit, Traumwirklichkeit und eigenes Erleben. Verstehe ich das richtig, dass die Unus Mundus, also wie so eine tiefe Realität da ist, dann auch in der Hinsicht? Absolut, ja, aber das Beispiel, das Sie jetzt genannt haben, das würde ich alles noch der subjektiven Realität zuordnen. Ja, ja, klar. Weil der Baum in dem Traum ist ja nicht objektive Realität, das ist klar, also auch von niemand anders bestätigbar, genau, nicht geteilt, sondern das wäre also alles noch im Bereich des Subjektiven. Aber was schon stimmt ist, also im Prinzip ist alles Wahrnehmung. Und Wahrnehmung, wie soll ich sagen, passiert auf der Grundlage der Unus Mundus. Mhm. Wir alle schwimmen auf dem Ozean, der als Unus Mundus bezeichnet wird. Die möglichen Realitäten, in denen wir uns befinden. Eine dieser Realitäten, Herr Schmitz, ist diese Realität, wo wir uns jetzt gerade befinden, die wir bewusst wahrnehmen und intentional herbeigeführt haben, wo wir das Interview jetzt führen. Ja, eine andere Realität, da sitzen wir vielleicht auf der Couch und schauen Netflix oder in anderen Realitäten und so weiter. Das sind alles potenzielle Realitäten, auch zukünftige Realitäten und Vergangene sind da mit drin. Und übrigens, die Unus Mundus ist auch ein kollektiver Rahmen. Da sind auch die Realitäten anderer Personen nicht ganz abgetrennt von unseren Realitäten mit drin. Also auch Gedanken und so weiter. Also es ist ein komplexer Realitätsraum, der eine Mischung von Objektivität und Subjektivität darstellt. Also diese Realität ist damit auch nicht objektiv erfassbar. Mhm. Ich kann die nicht messen, weil die ja nicht objektiv ist, sondern eine Mischung aus beiden. Also sie entzieht sich jeglicher wissenschaftlicher Zugänglichkeit. Mhm. Und durch Wahrnehmung, indem wir bewusst wahrnehmen, führen wir diese Seinsform in eine quasi pseudohafte Dualität über. Das ist der Prozess. Ja. Und wir können tatsächlich als Menschen auch zwischen diesen Seinsebenen variieren, indem wir mehr oder weniger bewusst erleben. Also wir können das Bewusstsein reduzieren über Drogen oder über andere Praktiken vermittelt, Meditation und dergleichen. Dann sind wir eher in der Unus Mundus und haben Zugang auch zu anderen Realitäten, auch zukünftigen, vergangenen und dergleichen. Und je stärker wir bewusst erleben, umso stärker sind wir in der Dualität auch gefangen. Das ist so eine Art, ich sage es wie so ein gefangener Zustand, weil er eigentlich eine größere Realität, die viel mannigfaltiger ist und viel, viel interessanter ist, uns davon ausschließt. Okay, da gehen wir schon wieder in die Praxis rein. Da kommen wir gleich, würde ich sagen, dann zu. Aber eine Sache noch, weil Sie hatten gerade gesagt, mit diesem Realitätsraum, der da ist. Ich würde es nur gerne einfach noch mal kurz ansprechen, dass es nicht missverstanden wird. Ich glaube nämlich, manch einer, der sich mit Physik beschäftigt oder so Sachen spannend findet, da gibt es ja solche Sachen wie die Viele-Welten-Theorie oder eine Multiversentheorie, dass die wirklich existent da draußen sind und so. Aber die Unus Mundus, das ist das nicht. Ne? Also die Unus Mundus sagt einfach nur, es ist ein Potenzial, aber es ist nicht verwirklicht. Also das ist nicht gleichzusetzen jetzt mit so einer Viele-Welten-Theorie. Ja, die Viele-Welten-Theorie würde sagen, man wäre bewusst in der einen Welt und bewusst in der anderen und so weiter. Das ist nicht das Gleiche. Ne? Ja. Es ist eher eine Modifikation der Viele-Welten-Theorie, insofern als die vielen Welten uns unbewusst zugänglich sind. Wir leben uns, also mit dem Beispiel, ich sitze jetzt auf der Couch und schaue Netflix, ein Teil meines Unbewussten, auch hier jetzt in dieser Welt vorhanden, spürt die Erlebnisse, die ich habe, während ich Netflix gucke. Also unser Unbewusstes steckt schon in diesen parallelen Welten drin, aber unser Bewusstsein reduziert das Ganze auf nur eine. Und das ist nur hier eine. Dann die eine reale, genau. Ja, genau, das weil ist das so ist ein wichtiger Unterschied dann, ne? Ja, absolut. Ja, okay. Ich hätte noch eine Frage, vielleicht ist das auch ein bisschen zu abgefahren, aber ich weiß nicht, was Sie dazu sagen würden, so überhaupt das Festlegen, was wir jetzt gemacht haben als Menschen oder die wissenschaftliche Methodik, die hat ja einen Optimierungsmaßstab festgelegt. Und also dieses, dass wir das festgelegt haben, wie Objektivierung funktioniert, wie geht denn das jetzt hier irgendwie mit da rein? Also, weil hätten wir jetzt einen anderen Maßstab für Objektivierung festgelegt, würde dann auch unsere Wirklichkeit anders funktionieren? Also die Frage ist, super Frage, Herr Schmitz, also was konstituiert eine objektive Realität? Ja? Ist es sowas wie eine kollektive Überzeugung, auf die wir uns geeinigt haben, was Objektivierung ist und das bedeutet, das ist dann auch die objektive Realität? Ich glaube, ja, so ist es. Stellen wir uns vor, es gibt eine andere Zivilisation auf einem fernen Planeten.
Und bei denen gilt, dass ein Ältestenrat die Naturgesetze festlegt. Ja, irgendeine Gruppe von Personen, eine ausgewählte Gruppe von Menschen stellt fest, was ist objektive Realität und bestimmt es und gibt es dann der Gemeinschaft weiter. Und die Gemeinschaft ist fest überzeugt, okay, das, was die uns sagen, das stimmt. Würden diese eine andere Art von objektiver Realität sehen oder zeigen wie wir? Ja, ich bin davon überzeugt. Ich glaube tatsächlich, dass Naturgesetze und alles, was damit einhergeht, was Objektivierung bedeutet, was objektive Realität an sich bedeutet, wahrscheinlich von kollektiven Überzeugungen bestimmt ist. Das ist ein Element. Es könnte auch sein, wir sind ja so ein bisschen immer auf unserem Humanbereich jetzt beschränkt. Es könnte auch sein, es gibt noch andere geistige Entitäten. Engel oder andere Geschöpfe oder geistige Wesen oder Götter oder Gott oder wie auch immer. Und da ist es natürlich auch denkbar, dass die auch mit einem Beitrag haben, die Überzeugung zu leiten oder eigene Überzeugung mit einbringen. Also es ist nicht ganz in unserer Hand, aber es ist im Prinzip eine Art kollektives oder hierarchisch gegliedertes Überzeugungsphänomen, das zu objektiver Realität wird. Objektive Realität ist nichts anderes als eine Überzeugung, die man hat. Ganz sicher. Also damit wäre dann... Okay, also wenn Sie das so sagen, dann gehen Sie davon aus, eine kollektive Überzeugung einer Zivilisation oder einer Gruppe bewusster Entitäten ist im Grunde genommen ein schöpferischer Prozess, der die Wirklichkeit mit bestimmt. Genau. Ja. Ich glaube nicht ausschließlich, also ich kann mir schon vorstellen, dass es, also die Unus Mundus ist ja, also zumindest nach Pauli und Jung auch noch kanalisiert. Also es gibt da bestimmte Ordnungsvorschriften oder Parameter. Die Archetypen sind es bei Carl Gustav Jung oder diese Naturgesetze, die der Quantenmechanik folgen. Das bedeutet, man kann nicht sich alles durch seine Überzeugung wünschen. Die Wellenmechanik zum Beispiel, die Wellengleichung, die dieser Unus Mundus auch unterliegt, die lässt nicht alle Alternativen zu, sondern nur bestimmte Möglichkeiten sind möglich. Also möglicherweise ist es nicht möglich, dass man sich ein Einhorn wünscht oder ein dreihörniges Einhorn wünscht oder was auch immer. Ja, irgendwie solche, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich durch unsere auch nicht die kollektivste aller Überzeugungen möglich. Ja. Man könnte auch sagen, vielleicht der schöpferische Wille Gottes engt uns ein oder kanalisiert unsere Möglichkeiten mitzugestalten. Auch das ist denkbar. Ja? Also irgendwelche anderen Entitäten, die da bestimmte Kanäle liefern, in denen wir uns aufhalten, aber die außerhalb sind die Gestaltungsfreiräume sind nicht gegeben. Ja? Aber ja, also im Prinzip denke ich, es ist alles eine Überzeugungsgeschichte, die umso wirksamer wird, je kollektiver sie ist und die aber auch wahrscheinlich kanalisiert ist von höheren geistigen oder wie immer tradierten Realitäten. Okay, ja, sehr spannend. Da auch noch ein Gedanke oder Frage, also ob das ein unterstützender Beleg dafür wäre, dass das theoretisch jetzt stimmt, weil Sie hatten ja gesagt, wenn man ein Experiment, was jetzt so Psychokinese-Experiment, wenn man das jetzt in Labor A macht, hat man am Anfang die Effekte, dann macht es irgendwie in Uganda Labor B und die Effekte sind nicht mehr da. Irgendwas muss doch da sein, was diese beiden Labore miteinander verbindet oder die Menschen. Genau. Und das wäre sozusagen hier ein Hinweis auf so eine Schnittstelle, dass es eine kollektive Realitäten sind, die irgendwie zusammengehören. Genau. Das ist die Unus Mundus, die weiß sozusagen, welche Art von Realitäten jetzt im ersten Experiment gezeigt wurden und organisiert alles so, dass es auch im zweiten Experiment dann korrespondiert zu den Befunden des ersten Experiments. Also ganz konkret in unserem Beispiel, ja, wir machen 4000 Versuchspersonen im ersten Experiment und finden einen Effekt. Jetzt kommt die 4001. Versuchsperson, das ist die erste Versuchsperson im zweiten Experiment, ja, und verhält sich jetzt zufallskonform, im Gegensatz zu vorher, wo wir den Effekt gefunden haben. Ja. Woher soll die 4001. Versuchsperson wissen, in welcher Reihenfolge sie steckt und wie sie sich in dem Experiment zu verhalten hat? Da muss es irgendwie ein Metaprinzip geben, das das steuert und die Unus Mundus, denken wir, ist dafür verantwortlich. Das ist ein kollektives Unbewusstes, das geistige Überzeugung und deren Wirksamkeit auch untereinander verstrickt, vermittelt, miteinander verschaltet und nicht unabhängig sein lässt. Und das Beispiel mit Uganda, wir glauben auch, dass Dinge, von denen noch keine kollektive Überzeugung besteht oder wo sogar eine Aversion dagegen besteht, weil man unbedingt das objektive Weltbild, materialistische Weltbild retten möchte, diese Dinge sind so lange nicht replizierbar, solange der Überzeugungsgrad noch nicht hoch genug ist. Wenn aber eine gewisse Schwelle überschritten wird, kann es sein, es ist denkbar, dass die plötzlich replizierbar werden. Ja. Also weil es davon abhängt, ob man genügend Believer hat, die sich dieser Überzeugung sozusagen ja, verbunden fühlen. Und ja, also das ist natürlich alles total spekulativ. Ja. Stellt natürlich,
stellt die Allgemeingültigkeit von Naturgesetzen in Frage und die Allgemeingültigkeit dessen, was ist eigentlich objektive Realität. Aber das steht schon auf dem Boden von gewissen philosophischen oder auch aus der Physik induzierten Strömungen. Der Despagnard oder auch der Arthur Eddington, ein Gravitationsforscher, das ist derjenige, der die Sonnenfinsternis beobachtet hat, um die allgemeine Relativitätstheorie zu überprüfen. Wirklich ein bekannter Forscher, ja. Der hat ein Buch geschrieben, wo er ähnliche Ideen formuliert hat, wo er gesagt hat, die Naturgesetze sind nicht dauerhaft gegeben, sondern sind eigentlich nur kollektive Überzeugungen. Sie sind also eigentlich subjektiver Natur. Und wenn sich Überzeugungen ändern würden, dann würden sich auch eventuell die Naturgesetze ändern. Wie gesagt, wahrscheinlich in dem Rahmen, dass irgendwelche Ordnungsparameter uns erlauben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Gott spielen können, aber in dem Rahmen, dass die Ordnungsparameter uns erlauben. Das würde ich auch bei unserer Forschung vermuten. Ja, ich finde es super spannend, wenn man sich das nochmal vor Augen führt. Also nur erstmal bis hierhin die Reise. Gleich kommen wir dann auf das Thema jetzt Praxis, würde ich sagen. Aber nur kurz zusammengefasst, ich finde es so abgefahren, dass Sie ja im Grunde genommen, also Sie und andere Forscher jetzt in dem Bereich halt, Ihr Team und andere, wirklich Experimente durchführen, die Phänomene belegen, die immer wieder auftauchen. Das heißt, man geht hier schon mit einem sehr wissenschaftlichen Ansatz heran. Man forscht, ne? Auch wenn es jetzt nicht replizierbar ist wie bei anderen Experimenten. Aber wir haben diese Phänomenologie, die da auftaucht. Daraus ist ja klar, wenn man Dinge beobachtet, möchte man halt ableiten, was ist die Erklärung dafür? Die Erklärung eben mit der Unus Mundus, Pauli Jung, dieses Modell, das ist da. Und aus dieser tiefer liegenden Wirklichkeitsschicht der noch nicht passierten Realitäten ergeben sich also unglaubliche Konsequenzen für eigentlich das komplette Weltbild und das Miteinander der Menschen. Also das ist ja ein Wahnsinnsbereich, der sich da eigentlich auftut. Sowohl Praxis im Kleinen als auch Praxis im Großen, was das eigentlich für Menschheit bedeuten kann, wenn diese Theorie eben so sich verfestigen würde. Also wenn man jetzt wirklich merkt, so das ist die bessere Erklärung als das physikalistische Weltbild, was diese Trennung nicht zusammenbekommt. Also da haben wir halt keine Lösung, obwohl so viele forschen. Jetzt bleiben wir mal bei dieser Annahme. Also jetzt, wenn das so stimmt, ne? Und dafür gibt es ja dann viele Dinge, die dafür sprechen, nochmal jetzt zu dem Punkt praktische Bedeutung, vielleicht jetzt für meinen Alltag erstmal. Also wenn ich jetzt nochmal sage, so, Sie hatten ein paar Dinge ja schon angesprochen, aber Sie hatten den Zitat von Ihnen, Sie haben geschrieben, Objektivierung tötet Innovation. Fand ich interessant. Vielleicht können Sie das mal ausführen. Also was bedeutet das denn? Ja, okay, das wäre also tatsächlich kein alltagspraktisches Beispiel, sondern ein akademisch praktisches Beispiel. Unter der Prämisse, wir gehen davon aus, dass kollektive Überzeugungen die objektive Realität stabilisieren und immanent machen. Ja? Mhm. Dann würde es bedeuten, dass neue Erkenntnisse, zum Beispiel eine neue Idee, wie man Energie erzeugen kann, ohne große Kosten oder dergleichen, oder ein Medikament zur Krebsheilung oder was auch immer, wo die Mehrheit davon überzeugt ist, also das geht eigentlich nicht oder das glauben wir nicht. Ja? Das sind so Innovationen, die oft auch einen Paradigmenwechsel beinhalten. Ja? Solche Überzeugungen, glaube ich, darf man nicht von Beginn an mit der Keule der Objektivierung versuchen festzunageln, weil es sich in dem Fall noch um scheue Rehe handelt, die aufgrund des Mangels an kollektivem Überzeugungsgrad noch nicht stabil genug sind, um sich objektivieren zu lassen. Sie sind zwar real, sie sind nicht eingebildet, aber sie sind noch nicht objektiv genug, um einer direkten Replikation dann auch tatsächlich standzuhalten. Also würde es bedeuten, in dieser Übergangsphase, das Problem ist, dass die Überzeugung eigentlich der Replikation folgen muss, aber tatsächlich steht die Überzeugung vorher da und beeinflusst den Replikationserfolg. Das ist jetzt unsere Konzeption. Ja? Und das ist das Problem, diese Umkehrung. Ja? Und darum muss man also sozusagen sagen, okay, wir schauen uns vielleicht mal Aspekte an, die in einer ersten Studie spannend waren und dann nicht repliziert werden konnten, und zwar dramatisch nicht repliziert waren, also richtig auffällig. Es gibt auch so unauffälligere Befunde. Und diese schauen wir uns dann nochmal genauer an mit alternativen Methoden der Objektivierung. Ja, statt sofort mit der Keule der Objektivierung zu kommen und zu sagen, wir glauben nur, was wirklich beim zweiten oder dritten Mal sich wirklich als evident erwiesen hat, sollte man den noch nicht objektiven Effekten, den subjektiven Effekten, die Innovation bedeuten, ja,
einen Freiraum gewähren und sie nicht von vornherein vom Tisch wischen. Das ist das Problem, glaube ich, in unserer Forschung. Und darum glaube ich, dass unsere Forschung, wenn sie zu fixiert ist auf reine Objektivierung, Innovation im Endeffekt tötet. Und es ist ein Trend, den man auch erkennen kann, je quantitativer wir forschen, je weniger wir Freiräume lassen für Spekulationen, auch für Irrsinnige, und Irrsinnige meine ich jetzt über den Tellerrand hinausblickende Spekulationen, die auch so Paradigmen wechseln, Weltbildveränderungen mit bedeuten. Wenn man das abwirkt, dann ist man innovationsfeindlich. Also das ist meine tiefste Überzeugung, das leite ich aus dieser Theorie, mit der wir arbeiten. Und damit jegliche Kreativität, wir können gar nicht aus diesem Teufelskreislauf des Nicht-Fortschritts, den wir jetzt erreicht haben, ja, ausbrechen, wenn wir nicht die Objektivierungsdoktrin aufgeben. Ganz genau. Okay, also das ist der Bereich dann jetzt in Forschung, wie wichtig das da wäre, offen zu bleiben für, also nicht direkt durch Objektivierung, klar, dann neue Möglichkeiten zu töten, so gesehen. Ja, wie Sie sagen. Ganz genau. Jetzt frage ich mich, okay, das ist jetzt dann im Bereich, dafür war das Zitat, ne? Objektivierung tötend, Innovation, gerade in der Forschung. Objektivierung gleich Datenerhebung. Jetzt gehen wir vielleicht mal so runter dann oder von der wissenschaftlichen Forschung so langsam in den Alltag hinein. Was würde das denn bedeuten? Weil wir leben ja in einer Zeit jetzt gerade, wo ich jedes Mal bei Lidl irgendwie gefragt werde, ob ich meine Lidl-Plus-Karte habe oder sowas oder eben nicht. Und überall, je mehr halt das passiert, Kameras, Karten, pipapo, überall werden ja Daten erhoben. Ständig wird ja aufgezeichnet, was jemand tut, macht, surft, im Internet eingibt und so weiter. Was würde denn das nach sich ziehen oder was bedeutet das für unsere Welt, in der wir uns befinden? Das würde bedeuten, dass jegliche intentionalen Impulse, die den erhobenen Daten entsprechen, durch die Objektivierung kaputt gemacht werden würden. Ich mache mal ein Beispiel aus meinem Kontext. Ja. Ganz groß ist jetzt im akademischen Bereich die Lehrevaluation. Seit einigen Jahren ganz groß eingeführt. Ja, wir evaluieren jetzt unsere Lehre und schauen wirklich, ob wir gute Lehre machen. Ja. So, was passiert jetzt? Also der Gedanke ist, wir objektivieren die Standard oder die Qualität der Lehre und vergleichen sie mit Standards und dadurch verbessern wir sie. Aber genau das erzeugt wieder, nach unserer Theorie zumindest, ein Vernichten des guten Willens. Stellen Sie sich vor, es ist jetzt ein Dozent, eine Dozentin, die hat den Wunsch, die Intention, gute Lehre zu machen. Durch Objektivierung wird dieser Wunsch, dieser Impuls, dieser realitätsverändernde Impuls kaputt gemacht und dadurch langfristig wahrscheinlich auch völlig vernichtet. Das heißt, was man erreicht, ist tatsächlich, dass sich die Lehre gar nicht verbessert oder eben nur in den Zahlen, aber tatsächlich wirklich innovative Lehre zu einem Halt kommt und gar nicht qualitativ tatsächlich einer Steigerung möglich ist. Und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für andere Bereiche. Immer wenn man, ich sage nicht, also wichtiger Punkt ist, verstehen Sie mir jetzt nicht falsch, ich bin Wissenschaftler, ja. Ich liebe Objektivierung, ich stehe echt drauf, ja, ich möchte klar replizieren und so weiter, ich mache Experimente, ja, ich halte das für extrem notwendig, weil sonst ist ja alles nur Glaubenssache oder subjektive Spielerei. Also das ist natürlich auch, das andere Extrem ist auch nicht das Richtige, aber was ich sage ist, lasst uns die Bereiche identifizieren, wo eine Objektivierung Sinn macht, beim Brückenbau. Da will ich nicht, dass jemand glaubt, die Brücke hält, sondern ich will wissen, ob sie hält, ja, oder das Auto das fährt. Oder vielleicht auch bei manchen Techniken, die psychologische Natur ist, bei bestimmten Interventions- oder wie auch immer. Auch da kann man vielleicht mit Objektivierung arbeiten. Aber in den Bereichen, wo es um Kreativität geht, wo es um Autonomieförderung geht, wo es um das Fördern des Potenzials eines Menschen geht, im Sinne von willentlich sich entfalten können, ja, hört auf zu objektivieren. Weil das macht diesen Impuls und diese Aspekte der Realität kaputt. Das ist alles, was ich sage. Und die andere Aussage, das ist so eine Meta-Aussage, ist die, hört auf zu behaupten, objektive Realität ist gleich Wahrheit. Diese Gleichsetzung ist auch nicht. Das sind die zwei Kernaussagen, die ich gerne machen möchte. Weil man kommt immer sehr schnell in eine Schublade, ja, wenn man jetzt so daherkommt, ich stelle die Objektivierung in Frage und diese ganze Doktrin der Objektivierung, Dann ist man subjektiver. Nee, bin ich überhaupt nicht. Ich hasse reine Subjektive. Ich mag es nicht, das reine Konstruieren. Ja. Aber ich bin ein Fan der Komplementarität. Beides hat seine Daseinsberechtigung. Je nachdem, wie man misst, kriegt man das eine oder andere. Oder je nach Fragestellung sollte man eher das eine oder das andere betonen. Darum geht es im Endeffekt, ja. Ja, und, klar, macht Sinn. Ja. Bitte?
Ja, ich wollte noch jetzt zu den Alltagsbeispielen. Ja, ich habe ein Zitat noch von Ihnen, das schiebe ich ja, auch gerne. Kurz rüber, und vielleicht können Sie das dann auch nochmal. Ich glaube, da ging es, Sie hatten irgendwann, aber das war in einem anderen Interview, glaube ich mal, Experimente von einer Frau Jakob, irgendwie Kollegin. Auf jeden Fall hatten Sie da, oder jetzt in Zitat hatte ich mir hingeschrieben, die Realität außerhalb von dir ist ein Abbild deiner inneren Überzeugungen. Das haben Sie vorhin schon eigentlich angeschnitten. Aber vielleicht nochmal, das ist ja wirklich eine sehr praxisbezogene Sache, um die es dann geht. Vielleicht da einfach das mal aufzugreifen. Das kann ich ja vielleicht noch ein bisschen ausführlicher erläutern, weil man merkt schon auch hier, das ist eine komplexe Theorie mit vielen Befunden und mit vielen unterschiedlichen Facetten und man kann nicht auf alles eingehen. Eine Sache, die ich noch ein bisschen vernachlässigt habe, ist bei diesem freien Willensimpuls. Wenn man sich vielleicht nochmal die Folie 16 in dem Foliensatz anschaut, ich weiß nicht, ob Sie die gerade da haben, Herr Schmitz. Ja. Diese Folie 16 zeigt ja nochmal den Willensimpuls, der ja von der subjektiven Seite seinen Ausgangspunkt nimmt und dann eintaucht in die Unus Mundus, dort wahrscheinlichkeitsverändernd wirkt und dann in der objektiven Realität eben dann wieder manifest wird. Ja. Und das bedeutet, jeglicher Wunsch, jegliche Intention, die ich habe, muss ins Unbewusste eintauchen, um dann objektive Realität zu werden. Oder anders ausgedrückt, wenn man es jetzt psychologisch ausdrückt, immer wenn ich eine Intention habe, hängen da unbewusste Gewichte mit dran, die diese Intention zu ihrer objektiven Manifestation führen. Und diese unbewussten Gewichte sind diese unbewussten Überzeugungen, die in jeder intentionalen Wahrnehmung mit drinstecken. Ich mache mal ein Beispiel. Ja. Mhm. Stellen Sie sich vor, ich kenne immer nur diese akademischen Beispiele, aber die kann man sich ja gerne sehr gut vorstellen. Also, stellen Sie sich vor, Sie sind Student oder Studentin in der Vorlesung, in Statistik, ja, und die Intention ist jetzt, ich möchte am Ende die Statistikklausur bestehen. Das wäre die bewusste Intention, der bewusste Impuls, der in der subjektiven Realität seinen Ausgangspunkt nimmt. Jetzt taucht er in das Unbewusste ein und im Unbewussten hängen aber an dieser Intention, je nach Person, unterschiedliche Emotionen dran. Es kann eine Person sein, die sagt, boah, ich traue mir Statistik zu, ich habe die Überzeugung, ich kann das, ich habe das in der Vergangenheit schon gut gekonnt, die ist hoffnungsvoll und optimistisch. Also an dem Wunsch, die Statistik also zu bestehen, hängt eine hoffnungsvolle Überzeugung. Anderes Beispiel wäre, ich habe eine ängstliche Person, die hat Angst vor der Statistikklausur, weil sie glaubt, durchzufallen. Die Überzeugung ist also hier ängstlich, vermeidend und ist die Überzeugung, die da drin steckt, ist, ich glaube, ich schaff's nicht. Was jetzt die Unus Mundus macht, sie macht die Dinge wahrscheinlicher, die den unbewussten und damit emotionalen Überzeugungen entsprechen. Also nicht der Wunsch an sich, sondern die in dem Wunsch eingebettete Emotion ist entscheidend, was Realität wird. Also wenn ich angstvoll etwas möchte, wenn ich sage, oh Gott, Hilfe, ich glaube, lass das nicht passieren und ich habe aber Angst, und dann ist die Überzeugung, ich glaube, es passiert. Und die Unus Mundus lässt genau diese Überzeugung, dass es dann passiert, real werden. Und so kriegt man praktisch eigentlich das, was man bewusst nicht möchte, weil es die unbewusste Angst, diese Überzeugung, diese Realität schafft. Und andersrum, wenn man es hoffnungsvoll optimistisch ist, dann wird auch das Realität, was der Hoffnung entspricht. Weil Hoffnung bedeutet Zuversicht, man glaubt, es wird auch das passieren, was man sich wünscht. Und dann wird auch das, was wunschkonform ist, eher Realität. Und das ist im Prinzip das Zitat, das Sie gewählt haben. Ja, unsere unbewussten, gerade die unbewussten Überzeugungen, die in unseren emotionalen Befindlichkeiten und Überzeugungen begründet sind, ja, die sind realitätsbildend. Wenn man das im religiösen Kontext überträgt, ja, wenn man betet, muss man auch vertrauen. Wenn man betet, muss man auch loslassen und glauben. Das ist dieses hoffnungsvolle Beten. Man muss glauben, dass es schon in Erfüllung gegangen ist, wie Paulus sagt. Ja? Dann wird das Gebetergebnis eher konform sein zu den Inhalten des Gebetes. Ja? Wenn ich es angstvoll tue, darf man auch, ist nicht schlimm, aber wenn man es nur angstvoll tut und pessimistisch, dann erzeugt man im Prinzip eine Erwartung, die dem Gebetsinhalt entgegensteht und genau dann eigentlich das eintreten lässt, was dem Gegenteil des Inhaltes entspricht. Ja? Das meint dieses Zitat. Okay, habe ich mir hier sogar hingeschrieben, also Bibelzitat, darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Also die Voraussetzung ist halt wirklich die innere Haltung, ich glaube, dass ich es empfange, aber ich kann es dann auch loslassen. Ich muss jetzt nicht jeden Tag messen, also objektivieren, ob schon was passiert ist, weil das wäre ein Glaubensmangel sozusagen. Objektivierung heißt, ich brauche meine Daten, ich habe eigentlich gar keinen... Genau. Diese Intention ist, ich habe es im falschen Bereich dann so, ne? Ganz genau. Das ist im Prinzip, Glaube ist im Prinzip eine subjektive Realität. Und das ist genau die Charakteristika, genau die Sie genannt haben. Und dann sagt man, und das hat natürlich auch dieses Problem,
der Selbstimmunisierung, dass glaube nur, dass du es erhalten hast, aber verifiziere nicht heißt, ja, okay, dann weiß ich ja nie, ob ich es erhalten habe, aber genau das ist Glaube. Also, aber das ist auch, wenn man als Außenstehender würde man sagen, als Skeptiker, als antireligiöser Mensch würde man sagen, ja, aber das ist ja eine Selbstbetrug, den ihr da praktiziert. Ja, ja, und ja klar. Und das Argument stimmt genauso aus der Messperspektive, die diese Person einnimmt, wie die Perspektive des Gläubigen. Und man muss für sich selber feststellen, welches Weltbild ist mir denn lieber? Welches Weltbild lässt denn mehr Nächstenliebe zu oder mehr Sinn und Bedeutung und dergleichen? Und dann, das ist im Prinzip das Entscheidungskriterium zwischen den Weltbildern, nicht die Realwerdung von Impulsen oder die Nicht-Realwerdung von Impulsen, sondern also welches Weltbild ist angemessener einem liebevollen Miteinander. Okay, sehr spannend. Vielleicht mal ein anderes Zitat aus der Bibel und eine andere Aussage, die mir gerade dazu einfällt, die ich jetzt gar nicht rausgeschrieben habe. Aber gibt es, glaube ich, im Jakobus steht dieses: Bekennt einander offen eure Sünden und es wird euch vergeben werden. Frage, wir hatten das vorhin mit, nehmen wir dieses Beispiel jetzt von einem Suchtkranken, Alkoholiker von mir aus oder sowas. Wenn der jetzt die Sucht loswerden möchte, wie müsste der denn vorgehen und hat das mit dieser Aussage was zu tun, mit der biblischen da? Absolut. Es gibt in der Bibel die beiden Aussagen, ja? Mach es im stillen Kämmerlein, aber das bezieht sich auf die guten Impulse und die negativen Impulse, die sündhaften, trage es nach außen. Das ist genau, also es ist wunderschön, in der Bibel kommt genau das zum Ausdruck, was ich aufgrund der Objektivierungsgeschichte vorhersagen würde. Das ist die Empfehlung, die ich abgebe. Ich sage, bei guten Willensimpulsen, die sinnvoll oder was auch immer sind, wie immer das definiert, objektiviere nicht, sonst durch die Objektivierung würdest du den Impuls kaputt machen. Und andersrum, wenn du einen negativen Impuls hast, dann trage das Ergebnis dieses Impulses nach außen. Miss es. Und zwar mit anderen zusammen. Bei uns Katholiken ist es die Beichte zum Beispiel. Ja? In der Beichte werden immer nur die negativen Seiten eines Menschen erzählt und nie, was gut gelaufen ist. Genau deswegen, weil man ja die negativen Impulse, die dazu geführt haben, dass man sündhaft war, objektivieren werden sollen. Oder man erzählt es anderen, wie sie jetzt in diesem Zitat jetzt geschildert haben. Ja? Man macht es transparent und dadurch objektiviert man es. Dadurch nimmt man dem Impuls die Schärfe und langfristig hoffentlich dann auch überhaupt die Existenz. Und dadurch kommt es zu einer Umwandlung des Willens des Menschen. Das glaube ich, bin ich fest davon überzeugt. Mhm. Also Objektivierungsverbot bei guten Impulsen und Objektivierungsgebot bei schlechten willentlichen Impulsen. Das ist doch im Grunde genommen auch eine Bestätigung einfach von dem, was jetzt Psychotherapie macht. Also das, was jetzt in der Bibel gesagt wird, aber auch das, was jetzt Ihre Aussage über die Realität an sich ist, dass man da in der Psychotherapie geht es ja auch darum, die Folgen des eigenen Handelns zu bewerten. Und das wäre jetzt in der Bibel, genau. Was immer ein Mensch sät, wird er ernten. Also ich werde die Folgen, genau. Bewerte ich. Oder eben das, was ich gerade zitiert hatte, dieser Gedanke, okay, ne, bekennt einander die Sünden. Das heißt, man spricht drüber, man objektiviert es. Man sieht sozusagen, nimmt dieses Problem und macht es zu einem Gegenstand. Also man macht es zu einem Objekt. Und dadurch verliert es die Macht über einen, weil man es aus sich raus, aus der subjektiven Realität, sozusagen in die objektive Realität hinein verschiebt. Das wird Teil dieser anderen Wirklichkeit, richtig? So? Ganz genau. Okay. Bei Jung sind es die Komplexe, die im Unbewussten, in dieser Unus Mundus, in diesem kollektiven Unbewussten ihr Unwesen treiben. Wir alle haben irgendwelche Komplexe, ja? Und die führen uns dazu, dass wir irgendwelche psychopathologischen Symptome zeigen, neurotische Symptome, Zwangssymptome zum Beispiel, ja? Und der Akt der Bewusstwerdung, immer im Kontext einer Therapie, ja, schon auch für sich allein ist auch schon hilfreich, aber noch besser im Kontext einer Therapie, wo ein anderer sozusagen objektivierend mit draufschaut, ja. Führt dann dazu, dass man dieser Dynamik des Komplexes die Energie nimmt. Und dass er dann dadurch auch natürlich objektiviert wird, wie Sie sagen, dass er bearbeitet wird und verändert wird oder überhaupt dann auch verschwindet. Die Aspekte aus der Sicht unserer Theorie betrachtet, würden genau dazu passen, dass der Akt der Objektivierung den unbewusst vermittelten Impulsen tatsächlich wiederum die Zähne zieht oder die Energie nimmt. Ja, absolut. Ja. Und da sozusagen auch dieser Punkt, okay, Labor A und Labor B, die ja irgendwie zusammenhängen, das hatten wir vorhin. Also wenn ich das absichtlich mache, ich nehme jemand anders ins Boot und rede mit dem halt über die Probleme, die ich habe, über die Süchte oder sonst was, dann passiert eben dieser Effekt, dass sozusagen das Experiment, die Sucht nicht mehr funktioniert nachher. So, also dass ich nicht mehr, ja, okay, das verschwindet. Ja.
Ja, weil intersubjektive Übereinstimmung, das wäre hier der Mechanismus der Objektivierung, ist nichts anderes als direkte Replikation auf der Ebene von Experimenten. Eine zweite Person schaut hin oder eine unabhängige Beobachtung wird durchgeführt. Ja, absolut, ja. Okay. Ich sehe auf die Uhr. Haben Sie noch Zeit für ein, zwei Fragen? Ja, gerne. Ja, okay. Weil ich würde gern einen Bibelvers, da würde ich gerne nochmal auch Ihre Meinung zu hören, der direkt am Anfang der Bibel, dieses Zitat, der Mensch ist im Bild Gottes erschaffen. Wie würde das denn hier reinpassen? Weil ich meine, wie würden Sie das vielleicht aus der Perspektive diesen Vers auch verstehen oder mit einfließen lassen, das Verständnis so von dem der Forschung? Ja, ist natürlich jetzt spekulativ, ja, das kann ich jetzt, mache ich gerne, ich spekuliere da gerne drüber. Ja. Also der Mensch als Bild Gottes, das kann man natürlich vielfältig verstehen. Wahrscheinlich hat es in erster Linie etwas mit der Liebe zu tun. Also der dreifaltige Gott, der ja durch seine Dreifaltigkeit allein schon eine Darstellung von Interaktion, liebender Interaktion ist, soll sich im Menschsein dann verwirklichen. Das heißt, wir sind nicht für uns alleine, sondern wir sind bezogen auf den anderen, Selbst- und Nächstenliebe bilden ein komplementäres Sein und so weiter. Ja. Aber man kann es auch noch ein Stück weiter, also ich würde es beziehen in Bezug auf das, was wir jetzt hier gesagt haben, auf die schöpferische Qualität des Menschen. Mhm. Ja. Gott ist der Schöpfer der Welt und er schöpft sie auch dauernd mit, indem neue Menschen entstehen oder neue Phänomene entstehen. Also er begleitet die Schöpfung und wir als Menschen sind Mitschöpfer oder Teilnehmer an diesem Schöpfungsprozess durch unsere individuellen Impulse, die wir frei willentlich setzen. Das hat uns Gott gewährt, das macht unser Menschsein auch aus, der freie Wille. Dadurch sind wir auch in der Lage, tatsächlich zu lieben. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich der Hintergrund, warum wir einen freien Willen haben, weil ein determiniertes Objekt wäre nicht in der Lage, wirklich freiwillig Ja zu sagen zu jemand anders, was der Hauptaspekt der Liebe ist. Und um Liebe zeigen zu können, müssen wir den freien Willen haben. Freie Wille bedeutet, wir gestalten die Welt mit. Und ich sage aber natürlich auch, dass wir die Welt nicht wie Götter gestalten. Ja, wir können also nicht die Schöpfungskraft Gottes haben, aber wir sind in diesen Bereichen, die uns zugestanden werden, haben wir eine schöpferische Qualität. Und die können wir zu unserem Wohlsein und zum Wohlsein unserer Mitmenschen nutzen oder auch nicht. Und da müssen wir uns immer genau auch beobachten, was sind gute Impulse, was sind schlechte. Und die dann entsprechend dann in uns formen. Immer in der Liebe, auch nicht zu überkritisch und nicht zu, nicht zu skrupulös vorgehen. Aber so jetzt die Schöpfungsfähigkeit annehmen, sie aber auch kritisch sehen und immer bezogen sehen auf die Gemeinschaft. Was dient der Menschheit? Was dient den anderen? Was dient der Beziehung? Und auch mir selbst im Einklang. Ja, super schön. Weil ich finde wirklich da eben auch dieser Wert Ihrer Forschung, also das hat mich da eben auch so fasziniert, dass ich denke, dass das einfach in den, also sowohl auch jetzt im christlich-religiösen Kontext, wenn man das noch mit dazu nimmt oder überhaupt ne, diese Spiritualität auch mit einfließen lässt, dass man dann sieht, was das für eine wichtige Auswirkung eigentlich für die Menschheitsfamilie so haben kann. Ne? Mich hat es früher immer schon irritiert mit diesem, auch noch ein Bibelzitat, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Totschläger, wo ich immer gedacht habe, wie kurios, weil wenn ich zu Hause sitze und ich tue dem gar nichts, ich treffe den nicht mal, weil ich nicht mehr in eine Gemeinde gehe oder sowas, ich hasse den nur, da sagt die Bibel dann trotzdem, das ist ein Totschläger, es hat negative Auswirkungen und das wäre hier ja auch wieder, ne? Also das spielt ja da natürlich rein, genauso wie positiv auch, ne? Jemand zu lieben dann. Jeder Gedanke, jede Überzeugung ist realitätsvorbereitend. Ob sie wirklich dann Realität wird, dieser Gedanke oder diese Überzeugung. Okay, aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlichkeitsverändernd. Und wir dürfen nicht vergessen, die Unismus ist ein kollektiver Raum. Ich kann damit auch die Handlungsbereitschaft anderer wahrscheinlich mit verändern. Also es ist nicht so, dass der individuelle Impuls individuell bleibt in der Unismus, sondern er taucht in ein Meer des Kollektiven ein. Und darum hat man da auch immer einen Anteil an dem, was dann passiert, weil man durch negative Gedanken auch die Gedanken anderer mit beeinflusst, die dann vielleicht stellvertretend zum Mörder werden, im Extremfall. Ja. Also man hat da auch eine große Verantwortung, was die eigene gedankliche Struktur angeht und die Organisation der Gedanken. Muss natürlich immer vorsichtig sein, ja. Nicht jeder Gedanke ist gleich realitätsbildend. Es gibt auch die Versuchungen, ja, und denen muss man sich auch stellen und auseinandersetzen. Also ich sage immer, der Willensimpuls wird dann gefährlich, wenn er emotional unterlegt ist, also mit einer Überzeugung unterlegt ist. Und damit so dieses, ich will es wirklich eintritt, dann wird es kritisch. Und dann wird es ja auch sündhaft, das kennen wir auch ja aus dem christlichen Bereich. Ja. Nicht jede Versuchung ist sofort Sünde. Klar, ja. Ach, super spannend. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weiterquatschen, aber ich will Ihre Deadline jetzt hier beachten.
Also ja, deswegen, ist alles gut. Wenn Sie noch Fragen haben, also gerne, aber ich müsste wieder weitermachen. Aber genau, also vielleicht, wer weiß, vielleicht gibt es sich eine Fortsetzung nochmal fürs Gespräch, weil ich hätte auf jeden Fall noch Fragen. Aber da, gerne. Wie gesagt, könnte man noch eine Zeit dranhängen. Vielleicht können wir es ein andermal sogar nochmal dann irgendwie fortsetzen, auf ein paar spezielle Dinge eingehen. Vielleicht gibt es ja auch Sachen, die halt jetzt ihr da draußen, die euch interessieren würden, dann schreibt die gerne mal unten drunter in die Kommentare eure Fragen auch und so. Und vielleicht ergibt sich das dann nochmal. Eine Frage möchte ich aber an Sie abschließend richten. Und zwar, wie sieht es mit dem Ziel Ihrer Arbeit aus? Also was sind jetzt sozusagen Pläne auch von Ihnen in der wissenschaftlichen Forschung? Was sind Wünsche von Ihnen da? Wie soll es weitergehen aktuell mit dem ganzen Thema? Ja. Also unser Hauptziel ist tatsächlich momentan, einen replizierbaren Effekt zu produzieren, wobei wir nicht naiv sind und sagen, wir können den normal so replizieren, wie das den Standards der Objektivierung in der Wissenschaft entspricht. Aber trotzdem, so eine Zielrichtung ist die, dass wir uns das Komplementaritätsprinzip anschauen. Wir variieren das Vorhandensein von Autonomie oder Determiniertheit. Wir variieren das Vorhandensein von objektiven Daten oder nicht objektiven Daten oder löschen die, ja. Und schauen, ob das einen Unterschied macht auf subjektiver und objektiver Ebene. Auf diese Art und Weise kann ich zwar nicht die Wirksamkeit oder die Existenz eines freien Willensimpulses im Sinne der Realitätsbildung nachweisen. Ich kann aber nachweisen, dass es zwei unterschiedliche Ansichten gibt, die je nachdem, wie man misst, in ihrer Gültigkeit variieren. Hm. Das wäre so ein Hauptziel in unserer Forschung momentan, weil anders können wir das Problem nicht adressieren. Der nächste Schritt oder der begleitende Schritt ist der, dass wir auch versuchen, das in praktische Techniken zu übertragen. So wie wir es hier schon ein bisschen skizziert haben im Gespräch, ja, was bedeutet denn das jetzt für die Motivationspsychologie? Hm. Wir wissen viel in der Motivationspsychologie, wie wir uns gut motivieren, die Rolle der Emotionen dabei, die Rolle von negativen Überzeugungen und so weiter. Was in der Motivationspsychologie aber noch gar nicht auf dem Schirm ist, ist die Rolle der Objektivierung. Und das wollen wir jetzt so auch in die Technologien umsetzen und das dann auch sozusagen als Interventionsmethoden dann anbieten. Das wär ein weiterer Strang. Und das sind so die Hauptziele, die wir momentan haben. Es gibt noch weitere Kleinziele. Also wir arbeiten gerade zusammen mit jemandem, der mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Und da schauen wir mal, ob wir mit unserer Theorie auch künstliche Intelligenz erklären können oder testen können, ob künstliche Intelligenz Leben hat und so Dinge. Also das sind aber Fernziele, die dem Ganzen ein bisschen nachgeordnet sind. Sehr, sehr spannend. Also da geht es auf jeden Fall wild weiter. Und wie gesagt, ich hoffe, Sie halten uns so ein bisschen hier auf dem Laufenden dann auch oder dass wir es nochmal fortsetzen. Für jetzt möchte ich mich erstmal bei Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich bedanken für diese unglaublich spannenden Informationen, die jeder von uns, glaube ich, auch ordentlich sacken lassen kann. Haben Sie einen letzten Gedanken, den Sie noch an die Zuschauer draußen richten möchten oder noch irgendwas, was Sie auf dem Herzen haben, direkt an die Zuhörer und Zuschauer? Ja, ich wollte mich erstmal bedanken fürs Interesse und fürs Zuhören. Es war wirklich sehr schön, hier zu sein und auch so die Gelegenheit zu haben, so ein bisschen unsere, ich gestehe, etwas abstrusen Realitätsvorstellungen so in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja, und der Zeit entsprechend würde ich gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern frohe Weihnachten wünschen, eine gesegnete Zeit und dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und seien Sie immer hoffnungsvoll und optimistisch und vertrauen Sie, dass alles gut wird. Und seien Sie überzeugt davon, es wird auch dann alles gut. Ja, vielen Dank. Sie da draußen oder du da draußen, der du jetzt zugehört hast, ne? Wie gesagt, schreib gern deine Gedanken unter das Video. Hinterlass gern ein Abo, wenn du noch keins hast. Gib einen Daumen hoch dem Video, wenn es dir gefallen hat. Und wenn du den Kanal unterstützen möchtest, steht unten drunter auch, wie du das machen kannst. Ich bedanke mich nochmal bei Ihnen, Professor Meyer. Und bei dir da draußen bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und schließe mich den Wünschen an, auch wenn das Video wahrscheinlich erst nach Weihnachten rauskommt. Aber dann gilt es fürs nächste Weihnachten schon mal. Und ganz lieben Gruß nach draußen. Bis bald. Ciao. Tschüss.